Hallo und herzlich willkommen zur Veranstaltung der Wirecard-Krimi, Spionage, Finanzskandal und Staatsaffäre, wie die Spuren zwischen Österreich und Deutschland verschwimmen. Dazu haben wir heute Fabio De Masi von Die Linken aus dem Bundestag in Deutschland und aus dem Wirecard-Untersuchungsausschuss und David Stöckmüller, Nationalratsabgeordnete der Grünen in Österreich und Mitglied des Ibiza-Untersuchungsausschusses. Hallo. Schön, dass ihr beide da seid. Es ist jetzt fast ein Jahr vergangen, seitdem Jan Masalek, der ehemalige Finanzvorstand von Wirecard, verschwunden ist. Die Causa Wirecard ist eines der größten Finanzskandale der letzten Jahre. Der Deutsche Bundestag hat einen Untersuchungsausschuss eingerichtet. Was wir dabei gesehen haben, ist, dass viele dieser Spuren, die dort aufgedeckt worden ist, nach Österreich geführt haben, und zwar tief in die österreichische Innenpolitik der letzten Jahre. Aber auch der österreichische Untersuchungsausschuss betreffend der mutmaßlichen Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung, genannt der Ibiza-Ausschuss, hat Verbindungen zu Wirecard und Jan Masalek hervorgebracht. Da geht es um mutmaßliche Spionagetätigkeiten, ein zweifelhaftes Projekt in Libyen, sowie sehr enge Verbindungen in die Politik in Österreich und Deutschland. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und darüber möchten wir heute reden, was es da alles noch gibt. Ich möchte dann gleich bei dir, Fabio, anfangen. Erzähl uns vielleicht mal, wie hat denn Wirecard angefangen und ab wann seid ihr so ungefähr draufgekommen, dass es nicht nur ein Finanzskandal ist, sondern dass es auch um Spionage, Geheimdienste und Einfluss auf die Politik gegangen ist. Ja, vielen Dank. Schöne Grüße auch nach Österreich. Ich freue mich sehr, mit David heute die Veranstaltung machen zu können. Wir haben uns ja schon sehr lange ausgetauscht, auch über unsere Arbeit in dem österreichischen Parlament und im Bundestag. Wirecard erstmal, weil das vielleicht nicht so bekannt ist, war in Deutschland ein Zahlungsabwickler, die groß geworden sind in der Frühphase des Internets. Das heißt, in einer Zeit, wo man im Internet noch nicht wirklich gut Geld verdienen konnte, weil es gab diese langsamen Router, es hat ewig gedauert, bis sich so eine Homepage aufgebaut hat. Das heißt, mit Werbung war noch nicht so viel Geschäft, es gab noch kein Amazon, kein Zalando. Und in dieser Frühphase des Internets gab es vor allem zwei Geschäftsfelder, die eben auch Hochrisikosektoren immer waren für illegale Geschäfte. Und das war einerseits Zahlungsabwicklung für Online-Glücksspiel, was in Deutschland außerhalb Schleswig-Holsteins verboten war und vor allem in den USA immer strenger reguliert wurde, weil die Mafia, die organisierte Kriminalität dort ihre Gelder gewaschen hat und für Pornografie. Und in diesen Sektoren ist Wirecard groß geworden. Das heißt, früher die Vorläufer sagen von Wirecard, das war dann so, wenn dann irgendwelche Leute auf pornografischen Seiten waren, haben sich im Hintergrund solche Dialer installiert. Und die haben eine völlig überteuerte Telefonrechnung bekommen. Und die Story, die Wirecard dann später erzählt hat, ist, weil wir ganz früh, als das Internet quasi entstanden ist, bereits Zahlungen abgewickelt haben, ist jetzt, wo immer mehr Leute im Internet einkaufen, sind wir sozusagen die, die das Geschäft am besten verstehen. Wir haben ganz tolle Algorithmen und können die Risiken von Kunden viel besser einschätzen, ob die jetzt irgendwie Kreditausfallrisiko existiert oder ähnliches. Und haben diese Story erzählt und ganz viele haben den Deutschen geglaubt und waren ganz stolz. Wir haben jetzt auch so ein Weltklasse-Internetunternehmen. Und das Interessante ist eben, dass in Wirecard zwei Österreicher sehr tonangebend waren: Markus Braun, der auch gut vernetzt war in der österreichischen Politik, Spender für die ÖVP, auch in einem Think Tank, wo er Sebastian Kurz beraten hat, und Jan Marschalek. Und wir sehen sehr viele Verbindungen nach Österreich. Jetzt bin ich Finanzpolitiker. Das heißt, wir hatten im Untersuchungsausschuss vor allem erstmal die Aufgabe, diesen Finanzskandal aufzuklären. Wir hatten einen Sonderermittler, der auch die Beziehung zu Nachrichtendiensten untersuchen sollte. Dazu später noch mehr. Es gibt auffällig viele Kontakte zwischen zum Beispiel zwei ehemaligen deutschen Geheimdienstkoordinatoren und Wirecard bzw. Jan Marschalek. Es gibt viele Leute aus dem Umfeld von Sicherheitsbehörden, die lobbyiert haben. Vor allem aus dem Umfeld der Union. Das heißt, wir sehen ganz viele Parallelen wie in Österreich. Also
Leute aus dem Umfeld der ÖVP, auch der FPÖ, die an Wirecard dran waren, und in Deutschland eben auch Leute aus dem Umfeld der CSU, der CDU und der Sicherheitsbehörden. Und meine These ist, die ich nicht in jedem Detail bereits belegen kann, aber es gibt sehr viele Indizien, die darauf hindeuten, ist, dass Wirecard offenbar auch interessant war für Sicherheitsbehörden, weil man natürlich, wenn man überwachen kann, was für Zahlungen abgewickelt werden, dann hat man sehr viel Information, Bewegungsprofile, was Leute machen. Und insbesondere in diesen Hochrisikosektoren, wo auch viele kriminelle Aktivitäten dabei sind. Und meine Mutmaßung ist, dass Sicherheitsbehörden Wirecard auch nutzen wollten, einerseits um Gelder in andere Länder zu schleusern, andererseits um interessante Daten auszuwerten. Und dass im Gegenzug konservative Politiker, die sehr gut vernetzt sind in diesen Sicherheitsbehörden, wahrscheinlich die Hand aufgehalten haben und auch die Hand über Wirecard ein Stück weit gehalten haben, sodass diese Gewinne und Umsätze, die da gar nicht da waren, die gar nicht existierten bei Wirecard, eben viel zu spät entdeckt wurden und am Ende eben auch viele Kleinanlegerinnen und Kleinanleger Ersparnisse verloren haben. Soweit erstmal von mir, und über die Details können wir dann ja weiter sprechen. David, magst du vielleicht mal weitermachen mit was in Österreich über Masalek, über Wirecard und auch über Verbindungen in Politik herausgekommen ist? Ja, gerne. Also mal hallo nach Berlin. Freut mich wirklich wahnsinnig, dass wir diesen Termin zusammenbekommen haben, weil ich glaube, was sich schon zeigt, ist, dass der Wirecard-Skandal eigentlich noch nicht so angekommen ist in Österreich, wie er eigentlich sein sollte. Das liegt sicherlich daran, dass der Ibiza-Skandal und der Ibiza-Untersuchungsausschuss sehr viel überdecken. Aber nichtsdestotrotz ist der Wirecard-Skandal, der ja von Deutschland hereinschwappt oder schwappte, nach Österreich ja eigentlich wirklich riesig und betrifft uns ja sehr stark. Ich möchte das vielleicht ausführen, zum einen, dass ja Jan Masalek in Österreich, bevor Wirecard irgendwie dieser Skandal war, absolut meiner Wahrnehmung nach nicht wirklich bekannt war, sagen wir so. Also ich habe den Namen, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht wirklich gekannt. Markus Braun war schon so ein Name, den man halt als Großspender kannte. Was aber Wirecard machte und wie die agieren in Österreich, das wusste man nicht. Also wusste man nicht wirklich, man wusste nicht, was die machen. Es war irgendwie im Dunkeln, man hört immer wieder was, Wirecard, man kennt es bei Bezahlungsabwicklungen. Das war das, was ich vorher kannte. Und das erste Mal mit Wirecard, das war, nachdem der Finanzskandal groß wurde, dämmerte es mir, dass Österreich da trotzdem voll verwickelt war dieses bekannte Käferessen. Und das war dieser erste Moment, was bei mir Schlag gemacht hat, wow, also da ist Österreich mittendrin. Also das ist kurz erklärt, in München gibt es das Nobelrestaurant, oder was haben wir denn da, Käfer, zum Käfer, glaube ich, heißt es ganz genau. Und da kam Jacuzzi, da war ein Jan Masalek, da waren, wer war noch dabei? Ich glaube, Stoiber war dabei, richtig. Und das war nämlich der spannende Punkt, ein österreichischer Beamter. Ja? Ein österreichischer Beamter, nämlich der Gustav G., dieser Gustav G. sitzt im Bundesministerium für Landesverteidigung, in der Sicherheitsdirektion, also in der Direktion für Sicherheitspolitik, so heißt es konkret, ist dort stellvertretender Leiter und gemeinsam mit einem G-Punkt, also einem zweiten G-Punkt, der Lobbyist und ehemaliger BMI-Kabinettsmitarbeiter war unter Strasser. Und das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, wow, warum sind da Größen, internationale Größen und ein Beamter und ein Lobbyist, der irgendwie aus dem BML vorkommt, aus dem Innenministerium. Und dann, wenn man nachgefragt hat, kam auf einmal Libyen. Und dann haben wir gedacht, okay, wow. Also das war so, wow. Also creepy, skurril, warum hat Österreich, und das war wie in einer schlechten Netflix-Serie irgendwie, dass man sich gedacht hat, warum hat man Beamte gebraucht, um in Libyen aktiv zu werden? Und was hat das BMLV, was hat Österreich damit zu tun? Und warum braucht man einen Lobbyisten dazu, der beste Kontakte in Kabinette hat? Und dann haben wir weiter geforscht. Also wir sind draufgekommen, dass Masalek Beamte gebraucht hat, gesucht hat und auch gefunden hat in Österreich, die für ihn
gearbeitet haben, die beste Kontakte in die Politik hatten, die er einfach brauchte. Ganz am Schluss bin ich noch nicht mit meiner These, was wollte er eigentlich erreichen, was war sein Ziel, was einfach nur die Machtposition oder war es Geld, war es einfach mitzuspielen bei den großen Playern. Das war noch die, vielleicht kannst du da ein bisschen einen Einblick, du kennst ja Markus Braun viel besser als wir, also als ich zumindest, weil du hast ihn ja schon im Untersuchungsausschuss und auch jetzt doch einige Monate lang verfolgt und auch Jan Masalek. Aber das war so der Beginn. Und dann kamen immer mehr Indizien dazu, dass es immer mehr nahen Saum der Jan Masalek nach Österreich gab. Da kam dann ein Zufallsfund, das heißt so in der Staatsanwaltschaft zu uns, eine SMS-Auswertung, wo plötzlich ein Jan vorkam. Ein Jan, unbekannt, der hat immer wieder Informationen von der FPÖ, für die FPÖ besorgt und ich habe da auch was rausgesucht und der hat immer korrespondiert mit den Florian Stermann. Florian Stermann ist, und ich versuche das jetzt einfach nur, ich weiß, das ist ein Riesenkonvolut, aber ich versuche einfach nur bei Namen zu droppen, damit auch die Zuseherinnen da draußen ein bisschen ein Bild haben. Und dieser Florian Stermann ist Generalsekretär der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft. Und der hat irgendwie Kontakt mit einem Jan aus dem BVD. Da schreibt er immer wieder, da gibt es SMS mit: ägyptische Regierung würde Flüchtlingslager zustimmen und USA würden das unterstützen. Kommt von Jan, bitte im BMI besprechen, ob wir aktiv werden sollen. Okay, danke. Und dann kam es mir komisch vor. Und dann haben wir, mittlerweile gibt es klare Indizien, dass das der Jan Masalek ist. Das heißt, Jan Masalek hat Leute im BMI sitzen, die unter der blau-schwarzen Regierung Kontakt zu Geheimdiensten zur österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft gehabt hat. Und das ist schon irgendwie mehr als skurril und da wurden wir stutzig. Also da wurden wir nervös und sagten, wow, Bombe. Also wie kann es das sein? Also mitten im Ministerium, mitten im BVD, im Geheimdienst, das muss man ja, Entschuldigung, in Österreich, Deutschland, mitten im österreichischen Geheimdienst sitzen Leute, die mit Jan Masalek kooperieren, Informationen rausspielen, auch irgendwie einfach kommunizieren mit ihm. Und das wurde immer skurriler mit den SMS und dann fingen wir an, neugierig zu werden. Und mittlerweile, auch mit dem Deutschen Untersuchungsausschuss, gibt es immer mehr Indizien dazu, dass Markus Braun und Jan Masalek immer mehr Interessen hatten, nach Österreich zu agieren. Das liegt vielleicht daran, dass sie ja doch Österreicher sind und vielleicht irgendwie Interesse hatten, Österreich irgendwie als neutraler Boden, als internationale Plattform auch zu nutzen. Und was für uns spannend war, war dieses internationale Interesse. Das heißt, es ging nicht nur um Österreich, sondern es ging vielmehr um das internationale große Bild. Und das war für uns spannend, wie die zwei halt versucht haben, oder in dem Fall muss ich eigentlich sagen, ja, Masalek mehr versucht hat, Österreich zu nutzen, im Geheimdienst irgendwie aktiv zu werden. Also das war so dieser Start, wie wir begonnen haben, als Team zu beginnen, hey, da geht es um mehr als nur um einen Finanzskandal, sondern da geht es echt um den Geheimdienst, da geht es echt um Beziehungen zu Beamten und zu Politikern. Das hat uns echt im ersten Moment einmal so, wow, das ist echt, echt creepy. Also so einmal der Beginn, wie wir gestartet haben. Und ich glaube, wir kommen eh noch auf Details dahin. Also es ging ja dann weiter, weil das Libyen-Projekt war ja dann, ist er dann wirklich, also vielleicht fange ich das gleich an, aber dieses Libyen-Projekt, was da im Käferessen gestartet hat, war ja dann wirklich sehr skurril, da gab es ja konkrete Pläne. Also Masalek wollte ja dann eine Miliz, nämlich sehr wahrscheinlich die Wagner Group, das ist so eine paramilitärische Gruppe aus Ukraine, glaube ich, wenn ich es richtig jetzt weiß, aus Ukraine, nach Libyen bringen und dort oder zumindest ein Bad von denen und dort eine Miliz aufbauen, damit sie die Migrationsströme nach Europa regulieren. Und jetzt denken wir mal nach zu dieser Zeit, 2015, 16, 17, was war da? Das Thema Nummer eins war Migrationsströme. Also alle und gerade auch der österreichische Bundeskanzler hat massiv mit dem Bild gespielt, Migrationsströme, Mittelmeerroute gehört geschlossen. Die Balkanroute hat er geschlossen. Und jetzt wollte man halt irgendwie
Und ich will es nicht verurteilen, also ich habe keine Indizien, nur dass er die Mittelminute schließen wollte mit Jan Masalek, aber es war halt so, also die Indizien dazu, es spielt ja halt ins große Big Picture hinein. Ja. Schüssel sitzt dort am Tisch, es wird über Libyen geredet, ein ÖVP-Vermittler sitzt dort und irgendwie wird über Libyen diskutiert. Und da kann man noch viele, viele Zufälle dazu. Ein plötzlicher Besuch von Sebastian Kurz in Libyen, der nur einen Tag, ein Überraschungsbesuch, der was so zufällig war. Das sind alles so Punkte, die wir noch immer beleuchten müssen und anschauen müssen, was da noch dahinter steckt. Also das ist nur so einmal kurz abgeschlossen, so der Anfang, wie wir neugierig wurden und wussten, wow, da ist echt Substanz drinnen und das, echt, das sind echt Fragen noch dahinter, die wir lösen müssen. Bleiben wir vielleicht noch kurz bei dem Libyen-Projekt. Fabio, bei euch ist ja einer dieser Projektmitarbeiter im Untersuchungsausschuss gesessen. Hat man da irgendwie heraushören können, ob das tatsächlich Masaleks Intention war, dort eine Söldnerarmee aufzubauen? Oder ist es da auch um andere Sachen gegangen? Ja, vielen Dank. Also wenn man diese ganzen Geschichten hört, und wir kommen ja erst von einem Finanzskandal, dann auf einmal geht es um die große Weltpolitik, ist natürlich für viele Leute sehr verwirrend. Und für mich klang das am Anfang, dieses Untersuchungsausschuss, auch wie eine völlige Räuberpistole, bis wir dann tatsächlich immer mehr Hinweise gesehen haben, die sich verdichtet haben. Und ich will mal bei Libyen auch anfangen. Also ich bin über einen Zeitungsartikel gestolpert, ganz am Anfang, noch bevor der Untersuchungsausschuss, glaube ich, eingesetzt wurde oder um den Zeitraum herum, wo ich gelesen habe, dass sich ein ehemaliger deutscher Botschafter in Schweden irgendwie geäußert hat dazu, dass er auch in irgendeiner Weise in Kontakt gestanden hätte mit Masalek. Und dann habe ich den kontaktiert und gefragt, wie kam das denn zustande? Und ich hatte eben auch gelesen über dieses besagte Essen, wo Herr Sarkozy, auch hochrangige Sicherheitsberater, auch der ehemalige militärpolitische Berater der Kanzlerin, der Bundeskanzlerin und andere zugegen waren mit Herrn Masalek in München. Und es gibt immer wieder Verbindungen nach Frankreich, die wir sehen in den Akten, was auch interessant ist, weil auch Herr Sarkozy sehr engagiert, auch geschäftlich engagiert gewesen sein soll in Libyen. Und wir erinnern uns, Libyen war ein Konflikt, ein Spielplatz für viele Weltmächte, als dort, sage ich, die staatliche Ordnung dann kollabiert ist. Und es tummelten sich Söldnerarmeen aus den USA, aus Russland, aus allen möglichen Ländern, die versucht haben, über Söldnerarmee wird ja häufiger auch versucht, Operationen abzuwickeln, die, sage ich mal, nach Kriegsrecht zum Beispiel nicht zulässig sind, wo mit clandestinen Operationen, mit Folter, mit verschiedenen Methoden gearbeitet wird, wo versucht wird, verschiedene heimische Gruppen aufzurüsten. Und in diesem Spielfeld, wie David angesprochen hat, spielte sich eben die Flüchtlingspolitik auch ab. Und es gab einen enormen innenpolitischen Druck in Europa, durch die Bilder von flüchtenden Menschen und durch die innenpolitische Debatte und auch den Auftrieb rechter Parteien und auch eben Parteien, die da ihre Suppe drauf kochten. Und in diesem Zusammenhang hat uns dann berichtet ein, ich nenne ihn jetzt mal Kilian K., der sozusagen ein früherer hochrangiger UN-Mitarbeiter war. Sie hat für das Flüchtlingshilfsnetzwerk gearbeitet und der war Geschäftspartner von diesem eben besagten ehemaligen deutschen Botschafter in Schweden. Und die hatten eine Firma. Und mit dieser Firma, da haben sie im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit Projekte angeboten. Das heißt, ihre Idee war, im weitesten Sinne Sonderwirtschaftszonen schaffen, mit denen man in irgendeiner Form wirtschaftliche Perspektiven schafft in Libyen, damit viele Menschen sich gar nicht mehr auf die gefährliche Flucht begeben und eine regionale Perspektive haben. Das war denen ihr Ansatz. Ja, so hat er es dargestellt. Und er sei für diesen Ansatz irgendwann kontaktiert worden. Er hätte schon mit Kanzler Kern früher Projekte gehabt und zusammengearbeitet. Dann sei er von diesen besagten beiden, ich kann mich nicht mehr jetzt erinnern konkret, welcher auf wen zugegangen ist, aber er stand im Austausch auch mit den beiden G-Punkts, also den beiden hochrangigen österreichischen Beamten, die sagen auch, ja, also jetzt nicht irgendwer waren, sondern in hochrangigen
militärpolitischen Rollen oder im Innenministerium in Österreich angesiedelt. Und die hätten ihn zusammengebracht mit Herrn Marschalek. Und es habe dann auch ein Treffen in der Prinzregentenstraße, das ist eine sehr lange Straße in München, wo unter anderem die Promi-Disco P1 und auch ein Ministerium, aber auch eben die Villa von Marschalek war. Und dort habe es dann einen Austausch gegeben und Marschalek sei so eingeführt worden, dass er Interesse gehabt hätte, irgendwelche Projekte zu finanzieren, weil er auch mal in Syrien gewesen sei und er wolle irgendwas für die Region tun. Und er war wohl auch in irgendwelchen Zementwerken in Libyen investiert, die immer sehr relevant werden, natürlich in so einer Wiederaufbauphase. Da wird viel Zement verbaut und da war wohl Marschalek auch investiert. Und in diesem Zusammenhang hätte sich dann herauskristallisiert, dass Marschalek gar nicht interessiert gewesen sei, da irgendwelche Entwicklungsperspektiven zu finanzieren, sondern dass es ihm vor allem darum gegangen sei, eine Miliz aufzubauen. Und dann hätte dieser Kilian K. sozusagen den Stecker gezogen und er sei bei diesen Gesprächen, sei auch geprahlt worden mit irgendwelchen Bodycams und Überwachungstechnologie, auf denen auch irgendwelche Kriegsverbrechen dokumentiert seien. Ich erzähle das jetzt einfach so, wie das war. Ich kann damit auch noch relativ wenig anfangen, aber nach über einem Jahr auch Austausch mit Experten auf dem Gebiet ist das, was sich herauskristallisiert aus meiner Sicht, Folgendes, dass es ziemlich viele Interessengruppen in Libyen gab, die versucht haben, dort auf die innenpolitische Entwicklung eben Einfluss zu nehmen, also ihre jeweiligen Gruppen und Interessen dort hochzurüsten. Und über Libyen sind natürlich auch viele der Flüchtlingsbewegung erfolgt. Und insofern war das ein strategisch sehr wichtiges Gebiet, um auch Einfluss zu nehmen, sage ich mal, auf die weiteren auch innenpolitischen Entwicklungen in Europa. Also Kilian K. hat uns zum Beispiel erzählt, dass kurz vor der Europawahl auch bewusst damit Gerüchte gestreut worden seien in Flüchtlingslagern, dass jetzt bestimmte Grenzzugänge wieder offen seien, um sagen, Menschen dazu zu bringen, dass sie sich wieder auf die gefährliche Fluchtroute begeben und Ähnliches. Und offenbar hat man über Libyen auch einen Ansatzpunkt gesehen, ich sag mal, innenpolitische Entwicklung in Europa zu beeinflussen. Warum und welche geschäftlichen Interessen genau damit verbunden waren, wissen wir noch nicht. Aber was sich auf jeden Fall sagen lässt, ist, es war ein Tummelfeld für Milizen, für verschiedene Interessengruppen. Und natürlich wären auch die Firmen, mit denen Wirecard gearbeitet hat, interessant gewesen, um, sage ich mal, zum Beispiel Gelder in diese Region zu schleusen. Denn es gab ja rivalisierende Regierungen im Westen und im Osten, unterschiedliche Gruppierungen, die einen stärker mit dem Westen verbunden, die anderen stärker zum Beispiel mit Russland verbunden. Und da ist schon eben immer eine Frage, wie bekomme ich zum Beispiel auch Gelder, Waffen und Ähnliches in ein Land. So, und jetzt ist das Interessante, wo sich vielleicht ein genaueres Bild abzeichnet, weil wenn wir über Libyen reden, reden wir über einen blutigen Konflikt, wir reden aber auch über Flüchtlingsbewegung und Ähnliches. Und was uns aufgefallen ist im Untersuchungsausschuss, ist, dass ein sogenanntes Projekt einer Refugee Card, das klingt jetzt auch sehr abgefahren, immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und dadurch wird vielleicht klarer, wo auch Interessen liegen könnten. Und zwar ist es so, dass Wirecard sich wohl angeboten hat, eine sogenannte Refugee Card zu entwickeln. Das heißt, eine Karte, worüber dann Asylbewerber ihre Leistungen erhalten sollten, die nur noch elektronisch abgewickelt werden sollen. Und das ist jetzt die spannende Frage, also für die ganzen ÖVPler und auch die Mitarbeiter von BVT, die jetzt vielleicht zugucken. Wir haben noch nicht auf jede Frage eine Antwort, aber ich weiß, dass dort es zu weiteren Enthüllungen auch kommen wird, dass da auch sehr viele Journalisten und andere Leute dran arbeiten und wir auch Hinweisgeber bekommen. Und es ist so, dass über diese Flüchtlingskarte, über die Refugee Card, dass die natürlich ein extrem interessantes Werkzeug für Sicherheitsbehörden gewesen wäre, um sozusagen zum Beispiel Bewegungsprofile zu erstellen, klarer abschätzen zu können, wo sich Flüchtlinge bewegen, wo bestimmte Personen, wo man vielleicht von irgendwelchen Gefährdungslagen oder so ausging, wie die sich bewegt hätten. Und das Interessante ist,
dass Wirecard das eben angeboten hat. Und diese Flüchtlingskarte schaffte es in den bayerischen Koalitionsvertrag, also der bayerischen Landesregierung. Sie tauchte auf in der österreichischen Innenpolitik, nach meiner Kenntnis auch. Und jedes Mal war Spindelegger von der ÖVP mit beteiligt. Und wir wissen aus den Unterlagen im Untersuchungsausschuss, auch das haben die Medien mittlerweile berichtet, deswegen kann ich drüber sprechen, dass ein ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter, der ist in der Agentur für die Modernisierung der Ukraine mit verschiedenen ukrainischen Oligarchen aktiv gewesen, also eine Art Lobbyorganisation in der Ukraine. Und der hat einen Bezirksschatzmeister, mit dem er auch wohl in Verbindung stand. Der kommt aus seinem CDU-Bezirksverband. Und die beiden, der eine davon, der hat eine Rechnung geschrieben an Marszalek für eben die Entwicklung einer solchen Refugee Card, also eine Art Machbarkeitsstudie in der Ukraine wiederum. Und es führen immer wieder eben Spuren in die Ukraine. Es gibt einen bekannten Oligarchen, Firtasch, der wird vom FBI wegen Korruption verschiedener Sachen länger, wollen die den haben. Da gibt es auch Auslieferungsanträge an die österreichischen Behörden. Der war Kunde bei der Raiffeisenbank, die lange die ÖVP finanziert hat und musste auf Druck sagen, hat die Raiffeisenbank sich von diesem Kunden getrennt. Und er hat dann auf Vermittlung von Marszalek gegen die Widerstände selbst des Compliance-Beauftragten der Wirecard-Bank ein Konto bei der Wirecard-Bank bekommen. Und auch dort halten sich hartnäckig Gerüchte, dass er im Prinzip, ja, ich sag mal, eine Art Schutzgeld gezahlt hat in Österreich an verschiedene politische Kreise, damit da irgendwie die Auslieferung torpediert wird. Einer seiner Anwälte ist, glaube ich, auch ein ehemaliger FPÖ-Politiker. Und das sind sozusagen alles Verbindungen, die es gibt. Das sind viele lose Enden, die können wir noch nicht richtig ordnen, aber wir sehen, es gab offenbar Interesse von Sicherheitsbehörden, die, sage ich mal, Entwicklung, die von Libyen ausging, da ein Stück weit auch über vielleicht ein Unternehmen wie Wirecard Kontrolle zu haben, über Bewegungsprofile, über Daten. Und gleichzeitig gab es eine Menge konservativer Politiker aus dem Umfeld der Sicherheitsbehörden, die sich für Wirecard engagiert haben, darunter ein ehemaliger deutscher Geheimdienstkoordinator und viele andere mehr. Und meine These, das ist jetzt nur zum Schluss, und die ist dann etwas, ja, noch, sage ich mal, sehr komplexen Ausführungen. Meine These ist, dass hinter vielen der Dinge, die wir dieser Tage erleben, das in Österreich, Ibiza und die Korruptionsaffären, in Deutschland die Maskendeals oder das Engagement für Wirecard ist, immer wieder sehen wir Politiker aus einem sehr konservativen Dunstkreis. In Deutschland Politiker, die sich im Prinzip am Modell Kurz in Österreich orientieren, innerhalb der CDU zum konservativeren Flügel gehören, die häufig auftauchen im Umfeld dieser Deals, sich für Wirecard engagiert haben, die Verbindungen zu Sicherheitsbehörden haben, weil sie dort Funktionen hatten. Also Maaßen zum Beispiel, konservativer Verfassungsschutzpräsident, ehemaliger, jetzt wieder CDU-Bundestagskandidat. Der hat zum Beispiel auch sich für ein Unternehmen engagiert, für das Karl Theodor zu Guttenberg, ein ehemaliger deutscher Politiker, bei der Kanzlerin lobbyiert hat, Augustus Intelligence, auch ein Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und am selben Tag hat er auch für Wirecard lobbyiert. Und meine Vermutung ist, dass diese konservativen Kreise eben versuchen, mit diesem Unternehmen das in Verbindung zu bringen mit Sicherheitsbehörden, damit Sicherheitsbehörden über diese Unternehmen ihre Interessen abwickeln können, zum Beispiel Finanzdaten auslesen können und gleichzeitig die Hand aufgehalten haben für ihre Vermittlungsdienste. Und für Wirecard wären das neue Geschäftsfelder gewesen, um sozusagen ihr Schneeballsystem am Laufen zu halten. Und da zeichnen sich sehr viele Verbindungen ab, eben zwischen österreichischen Politikern, also Spindelegger tauchte auch beim Lobbying für die Refugee Card in Deutschland auf. Und ich glaube, dass wir da noch sehr viel mehr sehen werden. Wenn ich das kurz einsteigen darf, weil es ist hochinteressant natürlich. Firtasch ist natürlich für uns immer wieder, also der taucht ständig auf. Nicht nur, weil manche Politiker
mit seinem Flugzeug in der Weltgeschichte herumdüsen. Aber trotzdem, Firtasch ist sicherlich einer der auffälligsten Personen, die in diesem Umfeld, gerade mit Ukraine, mit der Modernisierung, so der hat das nicht jetzt mit dem Verein zu tun, aber trotzdem immer wieder auffallen. Was mich nur ein bisschen interessiert, ich gehe jetzt ein bisschen in diese Rolle rein, weil es natürlich extrem spannend ist von österreichischer Seite, dass wir die Infos auch von Deutschland bekommen, weil ihr ja, wie soll man sagen, viel intensiver, ihr habt Akteneinsicht, ihr habt euch jetzt monatelang, wie viele Monate war der Ausschuss? Ich glaube, so ähnlich wie bei uns, oder? 15 Monate? Sowas? Also wir haben im letzten Sommer Sondersitzungen gehabt, aber das war noch nicht der Ausschuss. Konstituiert hat er sich, glaube ich, Oktober, November. Also wir hatten ich glaube, das war einer der kürzesten Untersuchungsausschüsse, die wir hatten im Bundestag. Deswegen haben wir immer bis 4 Uhr morgens da gesessen, weil wir natürlich diesen komplexen Skandal bearbeiten mussten und die ganzen, ich nenne es jetzt mal sicherheitspolitischen Bereiche, da haben wir einen Sonderermittler, einen ehemaligen grünen Justizsenator aus Berlin eingesetzt, weil wir wussten, auch als Finanzpolitiker, wir hatten niemand aus dem parlamentarischen Kontrollgremium der Geheimdienste dabei. Wir werden das nicht beherrschen können, weil insbesondere die Sicherheitsbehörden uns natürlich nur viele geschwärzte Akten liefern. Und da stehen wir nach meiner Einschätzung erst am Anfang. Das heißt, wir wissen ganz viel, was wir nicht wissen. Und wir sehen ganz viele Auffälligkeiten und viele, viele Schnittmengen mit Österreich, mit den Sicherheitsbehörden. Aber das hat man ja jetzt an meinen Ausführungen auch gemerkt. Wir stochern noch im Ungefähren. Einige Sachen weiß ich und kann ich noch nicht richtig sagen, weil wir da noch mittendrin stecken. Aber deswegen sind wir, glaube ich, da wirklich noch am Anfang. Ja, das geht uns ja eh ähnlich so. Weil, wie gesagt, wir noch nicht, also wir haben es ja nie mit zum Untersuchungsausschuss hineinbekommen, zumindest teilweise die Fragen, weil wir doch einen großen Umfang haben vom Untersuchungsgegenstand und wir haben natürlich die Verbindung hergestellt, weil ja auch Strache, Gudenus ständig in Kontakt mit Jan Masalek waren. Gut, Strache, das will ich zurücknehmen, Strache stand jetzt nicht direkt in Kontakt, da gab es nur einen Namensgleicher mit Braun, also da gab es zwei Markus Braun in Österreich, der eine hat sehr viele FPÖ-Vereine gegründet und der andere ist der Wirecard-CEO und da gab es halt diese Namensgleichheit und der Vereinsmeier, so nennen wir ihn, weil er sehr viele Vereine gemacht hat, das ist ein österreichisches Wort, der Vereinsmeier Markus Braun hat halt gesagt im Untersuchungsausschuss, das ist nicht er, der Markus Braun, sondern es ist halt der Wirecard Markus Braun. Und das ist halt schon relativ spannend, dass der Strache auch hier Kontakte gehabt hat. Das wussten wir zum Beispiel im Vorfeld noch nicht. Aber von dem abgesehen, was mich noch ein wenig interessiert, ist die Rolle von Fritsch. Du hast den, Fabian, du hast den kurz angesprochen, der taucht natürlich bei uns auch auf. Also das ist der ehemalige Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung. Er hat bei uns die BVD-Reform mitgestaltet, wurde eingesetzt unter Kickl, ist aber dann, also ich habe da ein paar parlamentarische Anfragen gemacht dazu, man hat überlegt, ihn zu verlängern, er wollte irgendwie, man hat es dann abgestritten, dann ist trotzdem, er hat dann gesagt, im euren Untersuchungsausschuss, man wollte ihn konkret nochmal fragen, dass er verlängern sollte. Von unserem Innenministerium wurde dann gesagt, nein, 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 das war nur ein ganz normaler Austausch, man wollte ihn gar nicht mehr fragen. Zufällig war das halt irgendwie gleichzeitig mit dem Aufdecken des Wirecard-Skandals. Und das ist, also vielleicht kannst du ganz kurz zu Herrn Fritschow ein bisschen was zu sagen, was er für eine Rolle hat, das würde mich noch interessieren, vielleicht ganz kurz. Ja, ich glaube, ich versuche nochmal ein paar Abkürzungen zu übersetzen fürs deutsche Publikum. BVT ist ja euer Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Das kennen bei uns in Deutschland nicht so viele. Auch nachrichtendienstlich, wobei mir die Österreicher immer sagen, die seien nicht so begabt dort teilweise. Also Geheimagent sei manchmal ein bisschen hochgegriffen, aber da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Gibt es ja bei uns auch große Sicherheitspannen und Ähnliches. Also ich fange mal so an, um immer die deutsche und die österreichische Seite zu spiegeln. Also das Auffällige ist, auch auf deutscher Seite gibt es viele Zufälligkeiten und auch einige bemerkenswerte Fehler,
die einfach Unvermögen sein können, die aber in ihrer Häufung mich schon sehr nachdenklich stimmen. Also eins ist, es gab, sagen die Staatsanwaltschaft bei uns in München, und Bayern ist ja auch wie Österreich, man kennt sich und so weiter und so fort. Und die Staatsanwaltschaft in München, die hat irgendwann eine Anzeige im Prinzip aufgenommen von einem Anwalt, der in Verbindung früher mit der Kanzlei Buck-Gauweiler, die es mittlerweile nicht mehr gibt, Gauweiler, früher CSU-Politiker, stand. Und die haben behauptet, Wirecard werde erpresst von der Nachrichtenagentur Bloomberg. Ihr Kronzeuge war ein mittlerweile verstorbener britischer Drogendealer. Und wenn sozusagen man nicht 6 Millionen Euro überweise, dann würden sie auch, wie die Financial Times, in die negative Berichterstattung über Wirecard einsteigen. Also völlig absurde Geschichte, wo man ja erstmal denkt, wenn ich Staatsanwalt bin, dann rufe ich bei Bloomberg an und frage mal, was ist da los? Und wie kann denn eine ganze Nachrichtenagentur und eine renommierte Wirtschaftszeitung, die müssten sie ja beide abgrundtief korrupt sein und sich absprechen, und die müssen das auch noch voneinander wissen. Also eine völlig hanebüchene Geschichte. Und diese Geschichte führte dann später zu einem Leerverkaufsverbot, also dass man Wetten auf fallende Kurse von Wirecard, ein Verbot der Wetten auf fallende Kurse verhängte. Das gehört noch zu dem Finanzbereich. Ich sage das nur, weil das zeigt schon mal, was für absurde Dinge dort passierten. Und im Zuge dieser ganzen Dinge in München sind immer wieder Leute aus dem Sicherheitsbereich in Erscheinung getreten. Also ein ehemaliger Landespolizeipräsident, der sich für Wirecard engagierte und ihn sogar helfen wollte, dass das Online-Glücksspiel liberalisiert wird, obwohl die Landeskriminalämter dagegen eigentlich immer Sturm gelaufen sind, weil sie sagen, das ist auch ein ganz großer Bereich für Kriminalität. Und gegenüber dieser Staatsanwaltschaft lag schon vor 2015, leider vor unserem Untersuchungszeitraum, mal ein Rechtshilfeersuchen aus den USA vor, weil die US-Regierung ist sehr streng gegen Online-Glücksspiel vorgegangen und die Zahlungsabwicklung. Und das hat für Wirecard große Probleme verursacht, weil sie aus diesem Geschäftsfeld kamen. Und meine Vermutung ist jetzt, es könnte natürlich sein, dass aus dem Umfeld von Sicherheitsbehörden, sage ich mal, man gesagt hat, naja, wenn Wirecard da in diesem Bereich aktiv ist, wir verfolgen das nicht so wirklich in Deutschland, dann haben wir natürlich auch Zugriff auf sehr interessante Datensätze, ja, weil eben man kann im Online-Glücksspiel sehr gut die Umsätze fälschen und deswegen gibt es dort sehr viel Zahlungsabwicklung für Terrorismusfinanzierung, für organisierte Kriminalität. Das nur so zum Hintergrund. Jetzt kommt hinzu, dass irgendwann klar war, am 16. Juni 2020, das Geld, diese 1,9 Milliarden, ein Drittel der Bilanzsumme, also nicht 2,50 Euro, sondern ein Drittel der Bilanzsumme, fast 2 Milliarden Euro, diese fantastischen Gewinne von Wirecard, die sollen angeblich auf einem Treuhandkonto in den Philippinen gelegen haben, sind dort aber nie überprüft worden, auch von den Wirtschaftsprüfern. Und dann war klar, die gibt es da gar nicht, am 16. Juni 2020. Und da hat die Staatsanwaltschaft vermutet, die sind kriminell. Also auch der Marschalek ist kriminell. Es gab sogar vorher schon eine Razzia bei ihm in seiner Wohnung. Interessanterweise nie in der Villa. Die hat man nie gesichert, obwohl dort später eingebrochen wurde. Und man auch vermutet, dass da irgendwelche Nachrichtendienste oder so eingestiegen sein könnten. Und trotzdem hat man Marschalek ganz entspannt herausspazieren lassen aus Österreich. Ich komme gleich zu Fritsche. Das heißt, er ist am 16. Juni wusste die Staatsanwaltschaft, das Geld ist weg. Und am 19. Juni hat sich Marschalek aus Deutschland, soll er sich abgesetzt haben, war vorher noch mit einem ehemaligen BVT-Agenten, Martin W., ganz entspannt beim Italiener, nicht bei mir, sondern bei einem anderen in München. Und dann ist mit Hilfe eines FPÖ-Politikers, eines ehemaligen wohl mutmaßlichen, eines weiteren BVT-Agenten, Ergisto O., soll ein Flug organisiert worden sein von Bad Vöslau nach Weißrussland. So ist der momentane Kenntnisstand. Auch da wird die Frage sein, sind da eigentlich Videoaufzeichnungen ausgewertet worden? Was weiß man darüber? Aber das ist der momentane Kenntnisstand. Das heißt, mit dem Escort-Service zweier ehemaliger österreichischer BVT-Agenten ist er herausspaziert. Die deutsche Staatsanwaltschaft hat ihn rausspazieren lassen. Als ich die Staatsanwältin gefragt habe, warum haben sie den nicht mal vorgeladen, wenn sie wussten, die 1,9 Milliarden Euro sind weg, da hat sie zu mir gesagt, so ein bisschen so in so einer Rosamunde-Pilcher-Manier, naja,
das hätte ja gedauert, die Postzustellung, 2 oder 3 Tage. Aber sie konnte ja am 16. Juni noch gar nicht wissen, dass er am 19. geht. Und dann haben sie ihn auch noch eine Woche angeblich laut seinem Anwalt das Geld suchen lassen. Also sie haben dann gewartet, ob er wiederkommt mit dem Geld aus den Philippinen. Und erst dann wurde der Haftbefehl ausgestellt. Also eine ganz absurde Geschichte, die entweder Ausdruck großer Inkompetenz ist oder ich will jetzt nicht spekulieren. Und zusätzlich zu diesen ganzen Ungereimtheiten, also den Verbindungs- und österreichischen Nachrichtendienst, taucht eben ein ehemaliger deutscher Geheimdienstkoordinator, und jetzt komme ich zu deiner eigentlichen Frage, der Fritzsche, und der hat für Wirecard später lobbyiert und hat das österreichische BVT unter Kickl beraten über die Neuaufstellung des österreichischen Verfassungsschutzes, also unter einem FPÖ-Minister, und das Bundeskanzleramt, das Deutsche, hat keine Einwände gegen diese Tätigkeit, auch nicht gegen seine Tätigkeit für Wirecard, obwohl er Geheimnisträger war. Ja, und Wirecard schon damals in aller Munde war als Top-Adresse für Geldwäsche. Und dann hat er später versucht, bei Heckler & Koch anzuheuern, der deutschen Waffenschmiede. Das wurde ihm dann irgendwann untersagt, da war aber auch schon, also gab es mehr Öffentlichkeit um das Thema. Und das Interessante ist, also er hat das österreichische BVT zu einem Zeitpunkt beraten, als man in Deutschland schon darüber diskutierte, ob das BVT aus dem Berner Club, also dem Zusammenschluss der westlichen Geheimdienste, rausgeschmissen gehört wegen Unzuverlässigkeit. Und da noch eine weitere Information. Egisto O., der mutmaßliche Fluchthelfer vom BVT, gegen den lief seit 2018 ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren des Deutschen Bundeskriminalamtes wegen Zusammenarbeit mit ausländischen Nachrichtendiensten, also russischen Diensten in dem Fall, dem Verdacht. Und das ist schon absurd, weil die deutschen Sicherheitsbehörden trotzdem sagen, sie hätten nie was von Marschalek mitbekommen. In der Aussage von Martin W., die auch mit Vorsicht zu genießen ist in Österreich, aus den Vernehmungsprotokollen, weil wir auch diese Vernehmungen sind, sage ich mal, sehr dünn. Also es werden wenig kritische Nachfragen gestellt. Man weiß nicht so richtig, was da alles tatsächlich auch stimmt, was Martin W. sagt oder nicht. Also so, wie sich diese Protokolle lesen am Ende. Aber die Darstellung von Martin W. war, dass der Egisto O. in Deutschland ein- und ausging, dort auch Quellen getroffen hat und auch auf Jan Marschalek gestoßen sein muss. Und ich sage mal, wenn das deutsche Bundeskriminalamt seit 2018 den Verdacht hat, dass hier Spionage im Auftrag einer ausländischen Macht auf deutschem Hoheitsgebiet stattfindet, und der Marschalek taucht beim Abendessen mit Sarkozy, mit Stoiber, mit all diesen Leuten auf, er war bei der Münchner Sicherheitspolitischen Konferenz, war in einem ausgesuchten Kreis mit dem Trumps Botschafter Grenell, also er hat investiert in Sicherheitsfirmen, in verschlüsselte Kommunikation, hat selber seine Kommunikation abgeschottet über Telegram. Ich kann mir so schwer vorstellen, dass unsere Sicherheitsbehörden davon nichts mitbekommen haben sollen, aber so ist ihre Aussage. Und dann ist eben genau dieser Egisto O., gegen den seit 2018 ermittelt wird, auf einmal der Fluchthelfer von Marschalek, und er spaziert mit ihm gemütlich raus. Und der Fritzsche taucht dann auch noch auf als ehemaliger deutscher Geheimdienstkoordinator, heuert beim österreichischen BVT an, lobbyiert für Wirecard, will dann zu Heckler und Koch. Und jetzt kommt die Überraschung. Es ging um den Mehrheitseinstieg eines französischen Aktionärs bei Heckler und Koch, der wiederum ein ganz großer Aktionär von Wirecard war. Und der deutsche Geheimdienstkoordinator Fritzsche, es gab wohl Bedenken gegen diesen Einstieg, weil es ja eine deutsche Waffenschmiede ist, dass da ein französischer Aktionär zu viel Bedeutung in einem strategischen Unternehmen bekommt. Und was ist passiert? Der Fritzsche musste sogar einräumen, dass er mit Burkhard Ley, wiederum auch ehemaliger Finanzvorstand von Wirecard, darüber beraten hat über das sogenannte Project Y, nämlich wie man über verschachtelte Briefkastenfirmen, sage ich jetzt mal, so viel, also die Struktur so gestalten kann, dass die Bundesregierung diesen Einstieg des französischen Aktionärs nicht mehr ablehnt. Das heißt, er war auch noch als ehemaliger deutscher Geheimdienstkoordinator, ich nenne es mal so, daran beteiligt, im Prinzip die Bundesregierung zu täuschen über die Eigentümerstruktur eines Aktionärs, der dann
einsteigen wollte bei Heckler & Koch und er selber ein Wirecard-Investor war. Das ist die erste Auffälligkeit. Und jetzt noch die letzte. Später tauchte dann ein weiterer deutscher Geheimdienstkoordinator, Bernd Schmidbauer, auf, der sich früher auch 008 oder 007 nannte. Der stammt noch aus der Zeit von Helmut Kohl, schon um die 80 Jahre alt. Und der soll Marschalek getroffen haben. Und das Interessante ist, in den Vernehmungsprotokollen aus Österreich wissen wir, dass Martin W. aussagte, dass er sich mit Bernd Schmidbauer und Egisto O. über mich ausgetauscht hat. Und es gab dort einen Dialog, wo im Prinzip, ich habe irgendwann einen Tweet abgesetzt und mich gewundert, dass sich die deutschen Behörden, ich habe immer die Bundesregierung gefragt, habt ihr euch mit den Österreichern mal ausgetauscht, warum die BVT-Agenten da geholfen haben und was denn da los in Österreich? Und hat die Bundesregierung immer so getan, wie mein Name ist Hase, wir haben uns mit den Österreichern nie ausgetauscht. Der österreichische Innenminister hat mir aber geantwortet, man tausche sich regelmäßig aus. Und der bayerische Innenminister hat sogar zugegeben, unter erheblichem Druck von mir in der Befragung, ja, man habe sich ja ausgetauscht. Er habe sich ausgetauscht mit den deutschen Sicherheitsbehörden über die mangelnde Unzuverlässigkeit der österreichischen Behörden. Also jeder hat ja was anderes erzählt. Und ich vermute, auch da ging es um Egisto O., weil der war ein großer Diskussionsgegenstand, weil man sagte, wenn der jetzt spioniert von anderen Dienst, dann ist die Zuverlässigkeit des BVTs vielleicht nicht mehr gegeben, weil der Polizeidatenbanken regelmäßig angezapft haben soll. So, und der Martin W. und der Egisto O., die haben sich nun in einem Chat ausgetauscht über mich, weil ich einen Tweet abgesetzt habe und gefragt habe, wer kann denn Hinweise zum Aufenthaltsort von Martin W. geben? Die deutschen Behörden interessieren sich offenbar nicht dafür. Das ist der mutmaßliche Fluchthelfer von Marschalek. Und daraufhin ist er nervös geworden und hat wohl gegenüber Egisto O. gesagt, witzigerweise hat er mich für einen Tiroler gehalten, aber das ist ein anderes Thema. Er hat gesagt, ja, schick mal seinen Lebenslauf zu Egisto O. an Schmidbauer. Und Egisto O. soll geantwortet haben, ist schon passiert, so wie es sei, das ist eine eingeübte Routine. Und man muss wissen, Egisto O. soll laut Martin W. für Marschalek immer die Polizeidatenbanken abgerufen haben. Und jetzt gehen sie auf den deutschen Schmidbauer zu, der wiederum hat gesagt, die hätten sich nur über mich geärgert. Aber wenn sich jemand über mich ärgert, warum fordert man den einen auf, meinen Lebenslauf an ihn zu schicken? Ist ja ein bisschen seltsam. Und dieser Bernd Schmidbauer hat Marschalek getroffen. Und zwar so seine Behauptung, aufgrund von Medienberichten darüber, dass Marschalek über ein Nervengas verfügte, die Novichok-Formel, oder binären Kampfstoff, ja, je nachdem, wie man es fasst. Und das Interessante ist, dass zu dem Zeitpunkt, als er Marschalek aber getroffen hat, stand davon noch nichts in den Medien. Die Financial Times waren die ersten, die darüber berichtet haben. Und auch hier, ein über 80-jähriger ehemaliger deutscher Geheimdienstkoordinator weiß angeblich Bescheid, der eng mit Martin W. ist, über Marschaleks Besitz einer Formel für hochgefährliche Kampfstoffe, aber die deutschen Sicherheitsbehörden haben angeblich von nichts mitbekommen. Und das sind sozusagen diese ganzen vielen Indizien, die es gibt in diesem Bereich, die uns einfach stutzig machen und wo eben immer wieder viele Spuren zum BVT und nach Österreich führen. Das war jetzt schon eine breite Palette an Informationen. Also zu den zwei Beamten aus dem BVT und den ehemaligen FPÖ-Abgeordneten, der ja auch, der was nur eine kurze Jahre im Nationalrat hatte, aber dafür viel Geld bekommen hat, zumindest die Partei, vermutlich. Ich weiß nicht, strafbar ist für uns in Österreich, aber dennoch gibt es ja eine breite Palette. Also gerade der Egisto O. und auch der Martin W. Sind ja eigentlich ziemlich bekannte. Also was mich besonders interessiert hat bei Martin W. war ja einerseits, was mich bewundert hatte, war ja 2017 nicht mehr im BVT, aber was er als erstes gemacht hatte, war, dass er sofort den Ende meiner Zeit, also ich zitiere, im Jahr 2017, nach dem Ende meiner Zeit beim BVD, habe ich ihn kontaktiert, Jan Masalek. Ich habe ihm erzählt, dass ich mich Richtung Selbstständigkeit verändern möchte und wir trafen uns auf ein Gespräch. Ich habe ihm mein Geschäftsmodell vorgestellt und er hat mich zu AV vermittelt. Im Umkreis der Firma Wirecard ist unter anderem die Firma IMS und so weiter. Also das ist ein ehemaliger BVD-Beamter, der was
zu klassifizierten Unterlagen Zugang hat, geht sofort zu einem Lobbyisten, also zu einem Lobbyisten, zu einem Chef von Wirecard, zu Jan Marschalek und will dort einen Job haben. Und wie du schon richtig gesagt hast, gibt dort Daten weiter oder vermutlich Daten weiter, gibt es auch selber zu. Ich glaube, das kann man auch sagen. Und das ist schon sehr skurril, auch die Sache, wie dann diese Flucht passiert ist. Also zuerst die Italiener, dann nach Österreich, dann die zwei, dann der SMS-Verkehr, wie das dann organisiert wurde. Und auch der Egisto O hat noch immer, nachdem er geflohen ist, ja noch Kontakt gehabt mit Jan Marszalek. Also das ist ja nicht irgendeine Bekanntschaft, sondern das ist ja ein Risiko in Freundschaft, also er gibt das selber an, also das ist ja irgendwie ein bisschen tiefer gehen, also sprich, das sind BVD-Beamte, die hier wirklich Kontakte noch pflegen und vielleicht auch noch eine Neuigkeit, meine Kollegin nämlich im Nationalrat, die Steffi Crisper, hat eine parlamentarische Anfrage dazu gestellt wegen der Ausweisweisung, ob du es schon gelesen hast. Und da wurde gefragt in dieser Anfragebeantwortung, ob Grenzkontrollen durchgeführt wurde bei der Ausreise von Jan Marszalek. Also sprich, dass dort Beamte für den Zoll zuständig waren, ob diplomatische Kontrolle, also die Passkontrolle. Und der Innenminister hat geantwortet, darüber liegen mir keine Informationen vor, ob das so war. Also sprich, da gibt es einen internationalen Flug von Bad Vöslau, darum habe ich ein bisschen geschmunzelt, weil es sprechen die Deutschen immer so ein bisschen anders, Bad Vöslau aus, in Bad Vöslau aus und da gibt es keine Grenzkontrolle, gibt es keine Zollkontrolle, da fliegt man von einem kleinen, nicht relevanten Flughafen weg in Österreich, der nicht einmal international ist und zischt ab und flüchtet mit Hilfe von BVD-Beamten oder ehemaligen BVD-Beamten, die schon ewig lang auf einer Liste stehen in Deutschland. Mir kommt das vor, als einerseits der österreichische Geheimdienst, das verabsäumt hat, hier überhaupt nachzusehen, zu erkennen, dass es hier ein Sicherheitsrisiko gibt und auf der einen Seite irgendwo Kommunikationsprobleme zwischen den deutschen Behörden und den österreichischen Behörden gegeben hat. So wie du es richtig sagst. Also ich finde das hochgefährlich für diesen Staat, wenn Geheimdienste nicht koordinieren, gerade wenn sowas passiert. Also unfassbar. Und was mich noch interessiert, ist die internationale Komponente. Du hast gesagt, der Egisto O hat auch Kontakte nach Russland. Marszalek hat ja immer wieder russische Kontakte, hat immer wieder tendiert nach Russland. Er trifft auch bei uns in SMS-Chat, kommt auch öfter der Reinhard Seele vor, das ist der OMV, also jetzt noch OMV-Boss, CEO der OMV, also einer der größten Mineralförderungs- oder größte Rohstoff-Öl-Produzent oder Lieferant von Österreich und einer der finanzstärksten Unternehmen in Österreich, sagen wir so, der was auch tendiert nach Russland. Also Gazprom hier nicht wenig populär ist im Kontakt, hat auch verschiedene Nord Stream zum Beispiel. Ist auch unter seiner Ära sozusagen zum Zug gekommen. Mich würde es interessieren, was gibt es da für Russland-Komponente? Also was hat Jan Marszalek mit Russland zu tun? Weil dieses Umfeld ist alles Russland. Also ich komme nochmal dazu, ich habe vorher schon angesprochen, die österreichische-russische Freundschaftsgesellschaft mit dem Florian Stermann. Das habe ich am Anfang gesagt. Ich möchte das noch kurz ausführen, das ist einer der Leute, dass das die Drehscheibe ist in Österreich, wenn es um Russland geht, die österreichische-russische Freundschaftsgesellschaft. Dort treffen sich der Botschafter, dort ist der Jan Marszalek Senator, dort wird Geld gespendet für die Feier von Marszalek, dort sind alle Parteien vertreten, alle politischen Parteien vertreten, da wird massiv lobbyiert für Russland, dann gibt es nicht Vereine, sondern halt Unternehmen, die auch Lobbyarbeit machen in die Politik hinein, da komme ich noch dazu später. Und dieser Florian Stermann sozusagen ist ein bisschen diese Drehscheibe, diese Person, er ist noch immer Generalsekretär und Johann Gudenus ist dabei und dann wird für Russland lobbyiert. Und mich würde es interessieren, welchen Einfluss siehst du von Russland auf die österreichische Innenpolitik oder allgemein auch auf die deutsche Innenpolitik? Das würde mich auf der einen Seite interessieren. Und was hat Jan Marszalek mit Russland zu tun? Habt ihr da irgendwelche Indizien und was habt ihr da für Anzeichen?
Ja, ich will mal abschichten. Also zunächst nochmal zu dieser Fluchtroute will ich sagen, was vielleicht für euch wirklich sehr, sehr interessant wäre, euch anzugucken, was mich brennend interessieren würde, auch wenn das jetzt gleich das komplette österreichische Kombinett oder so jetzt hier live mitbekommt. Also du hast ja erzählt, er wurde nicht richtig kontrolliert. Und normalerweise ist ja, also das ist zwar so ein kleiner Flughafen, aber wenn ich da einen Flug angemeldet habe, ich kann ja nicht einfach mit dem Flugzeug irgendwie in den Luftraum, dann muss eigentlich eine Zollabfertigung und ähnlich stattfinden. Nach meiner Kenntnis gibt es auf dem Flughafen eine Kamera. Und die spannende Frage ist natürlich, wurden Kamerabilder ausgewertet? Jetzt ist es so, in der Welt der Geheimdienste gibt es immer auch Desinformation und ich bin beileibe niemand, also ich will mich nicht an Spekulationen und irgendwelchen wilden Verschwörungstheorien und sonstigen beteiligen. Deswegen sage ich auch immer, bin ich immer sehr vorsichtig. Also ich glaube, dass Marszalek Kontakte nach Russland hatte. Ich glaube auch, dass die russischen Dienste ein großes, großes Interesse sicherlich an jemand wie Marszalek gehabt hätten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er dort ist, aber ich weiß es nicht. Und ich halte mich auch da zurück mit Spekulationen, weil ebenso glaube ich, dass es ganz, ganz viele Indizien gibt, dass auch unsere Sicherheitsbehörden, eure Sicherheitsbehörden, zumindest, dass es unsere Sicherheitsbehörden sagen, sie wussten nichts von ihm. Aber wir haben das in vielen Skandalen in Deutschland gesehen, NSU-Skandalen, ähnlichen. Es gibt auch immer Strukturen in den Sicherheitsbehörden und es gibt eine Auffälligkeit, ein Näheverhältnis zu bestimmten konservativen Politikern, die vor im Umfeld der Sicherheitsbehörden waren. Deswegen will ich nicht ausschließen, dass auch ganz andere Sicherheitsbehörden mit Interesse an Wirecard hatten. Und so sehr ich die innenpolitischen Verhältnisse in Russland kritisiere und vieles, habe ich auch immer für Entspannung im Dialog geworben. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, sofort mit dem Finger hinzuzeigen. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die momentan Interesse haben, dass Marszalek weg ist, unter anderem Markus Braun, weil er sich als Opfer darstellen kann, unter anderem auch einige Politiker und vielleicht Leute aus dem Umfeld der Sicherheitsbehörden. Aber was klar ist, es gibt ein, sage ich mal, Näheverhältnis in dem Sinne, dass Kommunikation, Teile seiner Kommunikation mit seiner Assistentin konnten wir sichern. Und da gibt es Schwärmereien, sage ich mal, ja, für Russland. Es gibt sogar an einer Stelle eine Kommunikation, da geht es darum, dass EY tatsächlich Informationen haben will zu irgendeiner seiner Firmen, die in dieser Umfeld dieser Wagner-Gruppe da aktiv sind. Und dann scherzt er noch mit seiner Assistentin und sagt, was wollen die denn noch? Einen persönlichen Anruf bei Putin. Also es gibt sozusagen dort Verbindungen. Man muss dazu sagen, die Russen waren da sicherlich in Libyen ohne Manschettenknöpfe unterwegs, ja, genauso wie BlackRock und die Amerikaner da unterwegs waren. Und in diesem Feld hat er sich getummelt. Und da kann es natürlich gut sein, dass er mit verschiedenen Diensten, aber auch mit den Russen dort zusammengewirkt hat. Aber wir haben sozusagen das Einzige, was wir wissen, ist, dass zu diesen Bereichen auch unserem Ermittlungsbeauftragten die Akten im weitesten Sinne geschwärzt wurden. Ganz viel ist geschwärzt. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel unser Ermittlungsbeauftragte zu Beginn die Bundesregierung gefragt hatte, was ist denn mit diesem Strukturermittlungsverfahren gegen Egisto-O? Und sie wollten das, sie haben erst so getan, als gäbe es das nicht. Das heißt, da haben wir viele Fragezeichen. Ich kann mir vorstellen, dass Marszalek mit verschiedenen Diensten zusammengearbeitet hat. Und dass ihn das eine Welt war, die ihn auch fasziniert hat. Und dass er sich dort vielleicht, also ich glaube auch diese ganzen komplexen Drittpartnerfirmen und was er da in Asien alles gemacht hat. Also wenn man sich allein seine Kommunikationsfrequenz anguckt und wenn man, jeder weiß, der mal eine Firma gegründet hat, wie viel Bürokratie das ist und dann noch irgendwo im Ausland, der kann das gar nicht alles alleine gestemmt haben, ohne fremde Hilfe. Das ist meine Überzeugung. Und es gibt sicherlich solche Verbindungen und es gibt sicherlich wirtschaftliche Interessen in Libyen, es gibt die ganze Energieversorgung und Österreich ist natürlich eine gewisse neutrale Position gehabt und ist natürlich auch ein kleines Land, was ein sehr wichtiges Scharnier ist in Europa.
Und natürlich gibt es da sicherlich viele politische Interessen auch und sicherlich haben andere Länder auch Interessen, dort ihr, sage ich mal, politisches Netzwerk auszubauen. Und ich glaube, in diesem Umfeld waren sozusagen dort Leute unterwegs. Und ich finde eben diese Person Firtasch in diesem Zusammenhang so spannend, weil ja die USA, und nun ist es so, die USA haben großen Einfluss immer gehabt auf die Politik in Europa, einen solchen Druck aufbauen, dass der ausgeliefert wird. Und dann musste der sich von, ich sag mal, der Bank, die so ein bisschen der Geldautomat für die ÖVP war, die mussten den loswerden in Firtasch. Dann geht er auf einmal zur Wirecard-Bank. Und dann tauchen auch bei uns immer wieder diese Verbindung Ukraine-Refugee-Card auf, Personen, die mit Firtasch zusammenhingen, ehemalige CDU-Abgeordnete. Also ich habe den Eindruck, dass da eben Verbindungen existieren in die Ukraine, zu Russland und eben auch zu Leuten, die über sehr viel Geld verfügen und in diesen sicherheitspolitischen Apparat. Wenn man das so alles zusammenbinden soll, gibt es noch eine weitere Spur, die wollte ich nur darauf hinweisen. Es gibt auch eine Firma, die in Deutschland nach dem NSA-Abhörskandal, Angriff auf Kanzlerin-Handy, sozusagen verschlüsselte Kommunikation von unseren Ministerien anbietet. Und bei dieser Firma soll es einen Geschäftsführer geben, der soll eben auch Kontakte mit Wirecard und auch mit Marshallek unterhalten haben. Und auch noch sehr kurz vor der Flucht. Und es gibt geschäftliche Verbindungen mit dieser, also IMS Capital, diese Beteiligungsfirma von Marshallek, die auch viel in verschlüsselte Kommunikation, sogar in Corona-Schnelltests, in alle möglichen Startups investiert hat. Die hat eine Verbindung zu einer Firma, wo dieser Geschäftsführer aktiv ist. Und wenn man diese Firma da 2, 3 Schichten zurückgeht, dann taucht eine Firma auf, die Brainloop heißt. Und in der ist wieder der Gartzke von Spitzberg Partner, der Kompagnon von Gutenberg aktiv. In der ist ein ehemaliger deutscher Wirtschaftsminister aktiv. Und auch diese Firma macht im weitesten Sinne Intelligence-Leistungen und taucht immer wieder in den Unterlagen auf. Und das ist alles sehr beunruhigend, weil selbst die Firma sozusagen, die bei uns die Kommunikation absichern soll, irgendwelche Verbindungen hat über 2 Ecken zu Firmen, wo wiederum Leute drin hängen, die auch Geschäfte permanent mit Wirecard gemacht haben. Und ich halte das einfach in der Häufung, ja, auch ich weiß, dass das sehr viel lose Enden und nur Indizien sind, aber wenn man das alles in der Häufung zusammennimmt, dann finde ich es sehr unwahrscheinlich, dass es keine Kontakte mit Nachrichtendiensten, Sicherheitsbehörden gegeben haben soll. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass es verschiedene Sicherheitskreise gibt, die dort um Einfluss ringen, die gesagt haben, wir wollten so einen deutschen Zahlungsdienstleister und einige, die die Hand aufgehalten haben, aber einen deutschen Zahlungsdienstleister, der Dienstleistungen für Sicherheitsbehörden erbringen kann, Stichpunkt Refugee Card. Und gleichzeitig kann es eben auch sein, dass die Russen sich jetzt erhoffen, wiederum Einblick in die Arbeitsweise unserer Dienste zu bekommen oder dass es auch Kreise gibt in Sicherheitsbehörden, die da vielleicht eine Nähe entwickelt haben. Aber das ist alles, ich kann es nicht belegen und deswegen ist es momentan noch Bereich von Spekulation. Diese Kommunikationsfirma erinnert mich ein bisschen an eine österreichische Firma, nämlich da gibt es eine Firma von 2 Österreichern, der Herr G und der Herr S, muss ich so abkürzen, die meinen, also ich kann das auch sagen, ich habe einen Vormenschen daraus, aus diesem Firmenbereich, die mir auch bestätigt haben, auch nachweislich bestätigt haben, dass sie für Wirecard gearbeitet haben. Das heißt, hier gibt es wieder eine österreichische Firma und diese Privatdetektivkanzlei, das war nämlich ihr Job, hat für Wirecard Menschen ausspioniert. Also die sind ganz bewusst ins Internet gegangen, haben Fake-Accounts erstellt, haben Leute angelockt, haben Leute sozusagen international, nicht nur in Österreich und Deutschland, sondern sind nach New York geflogen, haben dort Apartments angemietet, haben dort versucht, Kritiker von Wirecard, die dahinter gekommen sind, um was geht es, um was ist alles fake. Ja? Das ist ja schon, ist ja nicht so, dass das plötzlich gekommen ist, sondern manche Leute haben das ja schon jahrelang, bevor das überhaupt groß geworden ist, dran recherchiert und gewusst. Also zumindest wurde mir das so erzählt. Ja? Und
Die Leute wollten sie ausfindig machen und wollten sie bewusst unter Druck setzen, auch geheime Daten von Computern, die recherchiert haben, von Journalisten und ihnen, wurden geholt, auch Handys. Das war eine hochdiffuse Erzählung, also da Handys aus Israel, die man dann nach einmal telefonieren weghauen musste, das mitten in Österreich. Und die haben sozusagen alles Mögliche dazugeholt und besorgt. Und diese Firma, also der Geschäftsführer, ehemalige Geschäftsführer, ist jetzt nach Abu Dhabi, hat dort Bitcoins, ein großes Bitcoin-Unternehmen, und das führt wieder ähnlich, also gibt es ja auch wieder Verbindungen. Ja? Diese Bitcoin-Geschichte, kann auch sein, dass man dort wieder Geld irgendwie freigemacht hat für andere Personen, die in Bitcoin investiert hat, Maserlek irgendwie drin hängt. Also es ist alles äußerst skurril und dubios, und irgendwie sind es trotzdem wieder nur so ein paar hundert Leute, die irgendwie in diesem Umfeld, oder 100 Leute, ich weiß nicht einmal, aber es sind trotzdem irgendwie so eine Bubble, die immer wieder in den gleichen Fällen aufkommt. Und das wundert mich ein bisschen. Und lustigerweise war diese Privatdetektivkanzlei auch die den HC Strache Nikodemus observiert hat. Das fand ich auch noch so eine kleine Anekdote. Also es ist trotzdem irgendwie, hängt trotzdem wieder zusammen. Noch ein Punkt, den ich schon sehr spannend finde, ist das Abstreiten. Es wird immer abgestritten jetzt, man kennt doch keinen Markus Braun. Ja, Maserlek, nie getroffen, nie gebracht. Leider können wir heute nichts einblenden, aber ich möchte euch schon, also gerade die Österreicher, bei uns ist immer die Diskussion im Umgangston von Untersuchungsausschüssen, und ein kleines Zitat nämlich, von Sobotka aus dem Untersuchungsausschuss. Ich habe den Herrn Sobotka gefragt, haben Sie als Innenminister mit Herrn Florian Sternmann zusammengearbeitet? Was verstehen Sie unter Zusammenarbeit? Kooperationen, Werksvertrag, also wie gesagt, Zusammenarbeit im Sinn von Treffen mit Jan Maserlek ausgemacht. Hat er das jemals gemacht für Sie? Sobotka, also wenn ich schon Ihr Beispiel mit Herrn Maserlek nehme, wenn ich Herrn Maserlek nicht kenne, dann werde ich auch nicht Herrn Sternmann ersucht haben, ein Treffen mit Herrn Maserlek zu organisieren, weil dann hätte ich ja Herrn Maserlek gekannt. Und dann habe ich eine Einladung von Herrn Maserlek vorgelegt, also an den Herrn Maserlek vorgelegt. Ich habe es leider getwittert, es wäre viel schöner, wenn man das jetzt vorzeigen könnte. Wo der Herr Sternmann, der Florian Sternmann, für den Innenminister Sobotka den Jan Maserlek eingeladen hat. Ja, das muss man sich ja vorstellen. Das heißt, damit das Jan irgendwo aufscheint, ja, schickt die österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft eine Einladung an den Jan Maserlek, ihn in einem Restaurant zu treffen, an einem Abend, wo auch der Innenminister Sobotka dabei ist. Und das war nicht das einzige Treffen, nämlich am Vortag hat es dann noch ein Treffen gegeben an der russischen Botschaft, wo ebenfalls Jan Maserlek eingeladen worden ist. Die Einladung liegt uns auch vor. Und das ist schon sehr spannend, dass man dann abstreitet, man kennt ihn nicht. Das Gleiche war dann, finde ich, ich will es einfach nur erzählen, damit einfach alle mitbekommen, weil ja bei uns die Untersuchungsausschüsse nicht öffentlich sind. Kennen Sie Markus Braun von früher? Sobotka? Ich habe zuerst schon gesagt, ich kenne keinen Markus Braun. Dem bin ich auch nicht begegnet. Ich habe zuerst geglaubt, er ist vielleicht schon im Untersuchungsausschuss gewesen. Aber das ist auch klargestellt worden, dass er nicht im Untersuchungsausschuss war. Die Doris Burres, das ist die Vorsitzende in dem Fall gewesen, weil ja Sobotka eigentlich der Vorsitzende ist, aber da saß er eine Auskunftsperson. Das ist eine Namensgleichheit. Ah, Sobotka, das ist eine Namensgleichheit. Ach so, wir reden von Markus Braun von Wirecard, sage ich. Dann sagt Sobotka, den kenne ich sicherlich nicht. Ich habe aber geglaubt, weil ein Markus Braun im Untersuchungsausschuss war, dass das der Markus Braun vielleicht wäre. Dann habe ich gesagt, das ist auch für die ÖVP, er hat auch für die ÖVP gespendet und hat auch mehrere Termine beim Herrn Bundeskanzler gehabt. Das wundert mich, dass Sie nicht kennen, aber okay. Und genau das ist der Punkt. Man versucht jetzt eine Art Kindesweglegung sozusagen von den gesamten Sobotka und Markus Braun, Sobotka, keine Kindesverklärung, von Maserlek und Markus Braun, dass man ihn gar nicht kennt. Und das war nicht das einzige Mal, wir haben auch Belege dazu. Das eine ist, ich habe es eh getwittert auch, ich finde das trotzdem, bitte lasst ihr vom Generalsekretär, das kann man jetzt nicht lesen, der ÖVP bestätigen, dass meine zweite Spende eingetroffen ist. Spannend dabei, das ist für die nicht so guten ÖVP-Kenner ganz spannend, Generalsekretär war in dem Fall
die Frau Köstinger und der Herr Steiner beide bestreiten, überhaupt was mit Spenden zu tun gehabt haben, fand ich einerseits spannend. Und das andere ist, dass es dann sogar der Axel Melchior, das ist der General, Marie, hilf mir schnell. Ich habe schon im Kopf, dass er Generalsekretär war damals. Nein, er war kein General, also er ist jetzt Generalsekretär, aber damals war er. Jetzt fällt es mir auch nicht ein. Aus den Jugendstrukturen, richtig? Er war der organisatorische Leiter. Der hat sich auch um die Spenden, um das Projekt Ballhausplatz vermutlich gekümmert, wenn es das. Aber der Axel Melchior, so, da steht sie eh wahrscheinlich da. Herr Braun würde Sie gerne, liebe Frau S., Axel Melchior hat mich gebeten, dass ich mich kurz binnen melde. Passt für einen Melchior ausgezeichnet. Zwei kurze Fragen. Die Glorettgasse 20 befindet sich im 13. Bezirk. Das war die Villa. Und das ist das Spannende. Das ist die Villa von Markus Braun. Und jetzt dürfen wir zweimal raten, wem die eigentlich gehört. Oder wer jetzt gemietet ist, der Viertasch. Also das ist schon sehr spannend, dass hier wieder die Zusammenhänge sind zwischen Viertasch, Wirecard, ÖVP, Spenden und Treffen, und alle streiten es jetzt ab. Und das ist halt genau der Punkt, wo wir jetzt sind in Österreich, dass wir jetzt Zusammenhänge auch suchen müssen und schauen müssen, wer hängt da drinnen und wo gibt es sie. Und also wie gesagt, das ist noch der Punkt, wo wir jetzt auch noch irgendwie drinnen hängen in diesem Loop. Eine Frage habe ich noch. Ich habe schon noch einige Fragen, aber mich würde es jetzt interessieren, wie geht es jetzt weiter in Deutschland? Jetzt ist der Untersuchungsausschuss einer der kürzesten zu Wirecard. Wie ist dort die Zukunft? Wie lässt sich dieser Skandal auflösen? Wie schaut es da aus? Neuer Untersuchungsausschuss, ist ja bei uns auch ein Thema. Wie geht es da weiter? Vielleicht kannst du das kurz aufklären. Ja, vielen Dank. Ich will noch mal, bevor ich dann zu der Frage komme, noch mal kurz abrunden, damit vielleicht diese vielen Informationen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht erschlagen, sondern man vielleicht ein bisschen klareres Bild oder eine Hypothese entwickeln kann. Also warum interessieren sich überhaupt Nachrichtendienste so für einen Zahlungsabwickler im Internet? Ich glaube, was wir verstehen müssen und wo es noch eine völlig unzureichende Debatte gibt in der Öffentlichkeit. Alle reden immer über die Digitalisierung und die Umbrüche. Aber worüber wir reden müssen, ist auch im Finanzsektor. Wir haben jetzt Unternehmen wie Facebook, die in den Finanzmarkt wollen. Die haben 2,7 Milliarden Menschen als Kunden mit all ihren Apps. Das ist ein Drittel der Menschheit. Dagegen ist die Deutsche Bank ein Kindergeburtstag. Wir haben Unternehmen wie Alipay in China, und Wirecard hat ja Unterstützung bekommen der Bundesregierung, um in den chinesischen Markt zu kommen. Ich war mal bei diesem Unternehmen mit dem Finanzausschuss. Sie haben 700 Millionen chinesische Bürger mit Smartphones. Wenn die eine Pizza bestellen über das Smartphone, wird das automatisch ausgelesen, läuft in den Algorithmus. Das heißt, sie haben einen riesen Datenschatz. Die brauchen da keinen Sparkassenmitarbeiter mehr, der guckt, wie bist du kreditwürdig, und so weiter und so fort, welche Sicherheiten hast du? Die haben alle unsere Daten. Und das ist natürlich, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts, sind ein riesen Rohstoff. Also Amazon produziert ja nichts, die verschicken einfach nur in der ganzen Welt. Google nutzt unsere Informationen, um Werbung zu verkaufen. Das sind natürlich die Geschäftsfelder der Zukunft. Und so wie sich, ich sag mal, die NSA für Google und alles Mögliche interessieren sich natürlich Nachrichtendienste für Finanzdienstleister, weil wenn immer mehr Leute im Internet einkaufen und immer weniger Leute Bargeld nutzen, was, sage ich mal, bei kleineren Transaktionen kann man vielleicht noch anonym bleiben, bei größeren Leute, die Geldwäsche machen wollen, versuchen das weiterhin dann auch mit Bargeld oder so zu machen, aber es gibt natürlich, sage ich mal, eine Stelle, wo, wenn immer mehr elektronisch abgewickelt wird, jetzt auch in der Pandemie und so, das ist natürlich interessant für Nachrichtendienste, weil sie mit einem relativ geringen technischen Aufwand
sehr genaue soziale Profile von uns erstellen können, wissen, was wir tun. Deswegen glaube ich natürlich, dass Marshall Lex zum Beispiel soll sehr viel bar bezahlt haben und sich für Bitcoin und so interessiert haben. Der weiß natürlich, ich hinterlasse elektronische Datenspuren über das Bankensystem. Und ich glaube, da war eben Wirecard, deswegen haben die sich überall angedient, also Refugee Card, Zahlungen nur noch elektronisch abwickeln. Das sind ja alles interessante Anwendungsfälle für Sicherheitsbehörden, nur damit das einfach nochmal klar wird. Zweitens, glaube ich, gibt es eine große politische Parallele zwischen Deutschland und Österreich. Das ist auch, sage ich mal, das ideologische Umfeld von Braun und Marschalek. Der Markus Braun hat immer dafür geworben, mehr privates Unternehmertum, weniger Staatsausgaben, weg sozusagen mit der, also dem ganzen Wohlfahrtsstaat und so weiter und so fort. Und Markus Braun hat nicht nur Friedrich Merz von der CDU getroffen, jetzt gibt es keine Kontaktschuld. Ja? Also die haben sich getroffen, als Merz dafür BlackRock tätig war, aber es gibt ein auffälliges Näheverhältnis. Also zum Beispiel hat wohl Wirecard in Deutschland nicht direkt Parteien gespendet, so hat der Head of Accounting, übrigens der Cousin von Beatrix von Storch, einer AfD-Politikerin, der Stefan von Erfer, der sich von ihr distanziert, auch da gibt es keine Kontaktschuld, aber der hat sozusagen eingeräumt, er hat gesagt, ja, so direkte Parteispenden in Deutschland, das haben wir nicht gemacht, aber es gab sozusagen Sponsoring vom Wirtschaftsrat der Union. Und der Wirtschaftsrat in der CDU ist, sage ich mal, ein sehr konservativer Flügel der Union, der auch bestimmte wirtschaftliche Interessen immer vertreten hat, wo Leute auftauchen, sage ich mal, im Umfeld von, also ich sage mal im weitesten Sinne, überall Cum-Ex und wo es krumme Dinger gab, ja, tauchen da bestimmte Persönlichkeiten auf. Cum-Ex waren bei uns so Steuerdienst. Und da sind interessanterweise, hat Markus Braun sich dort engagiert, war dort mehrfach eingeladen. Und in Österreich gibt es diesen Think Tank Think Austria, wo er quasi der Chefberater von Kurz war und hat für die EVP gespendet. Meine These ist, dass eben diese ganzen Geschäfte mit Sicherheitsbehörden, wo ja auch konservative Politiker gut vernetzt sind, auch eine Möglichkeit der Parteienfinanzierung gewesen sein können, ein politisches Netzwerk zu finanzieren. Auch in der CDU in Deutschland gibt es harte Auseinandersetzungen, zum Beispiel zwischen Werteunion und ich sage mal eher den Leuten, die Angela Merkel nahestehen, also eher dem konservativen Flügel. Es gibt eine Gruppe junger Konservativer, die sich sehr an Sebastian Kurz orientiert. Und es sind immer dieselben, also wenn man in dieses Scheißhaus langt, ja, sind es immer dieselben Namen aus der Union, die da auftauchen. Das sind immer Leute, die sich in diesen, also einerseits den Saubermann spielen und die Hobbypatrioten, aber dann immer das halbe Land bescheißen und sich die Taschen voll machen. Und das sind immer Leute aus diesem Umfeld. Und das finde ich eine Auffälligkeit. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ich kann das nicht belegen, aber das Fürtasch, ja, in Österreich auch ein bisschen Geld verteilt dafür, dass er hier, sage ich mal, seinen politischen Escort-Service hat. Und als bei der Raiffeisenbank, die ja die ÖVP auch sehr stark verschuldet, zu heiß wurde, ist er halt zur Wirecard-Bank. Und vielleicht hat Marschalek gesagt, hier, wir gegen alle Widerstände, wir übernehmen den. Und alle haben ein bisschen davon profitiert. Das sind, glaube ich, Spuren, denen man nachgehen muss. Und jetzt zuletzt, wie geht es weiter bei uns mit dem Untersuchungsausschuss? Also der Untersuchungsausschuss ist abgeschlossen. Wir haben viel aufarbeiten können, was falsch lief in Aufsichtsbehörden, Insiderhandel, wo politisch auch auf der Ebene des Finanzministeriums, insbesondere in der Geldwäschebekämpfung, da sind Hinweise auf völlig dubiose Transaktionen bei Wirecard, über 350 Hinweise der Commerzbank 2019. Einfach liegen geblieben, anderthalb Jahre bei der Anti-Geldwäschebehörde, nie an die Staatsanwaltschaft weitergegeben worden. Wir haben ein völlig dubioses Zustandekommen des Leerverkaufsverbots. Ich habe von dieser Erpressungsgeschichte erzählt. Die Staatsanwaltschaft sagt, sie hätte nie wegen Erpressung ermittelt. Die deutsche Finanzaufsicht sagt, aber deswegen haben sie das Leerverkaufsverbot erlassen. Es gibt also einerseits im SPD-geführten Finanzministerium, andererseits gab es den ganzen Lobbyismus aus dem Umfeld der Union. Zwei ehemalige Ministerpräsident, also erster Bürgermeister von Hamburg. Hamburg ist ein Stadtstaat, Ole von Beust.
und der Peter-Harry Carstensen, ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, die haben sich zum Beispiel für die Liberalisierung des Online-Glücksspiels eingesetzt. Auch das, wie ich gesagt habe, extrem interessanter Bereich. Auch für Sicherheitsbehörden, die haben alle kassiert, die haben alle Geld dafür bekommen. Und interessanterweise, auch dort gab es Auswertung von Social-Media-Aktivitäten. Um nur mal so zwei lustige, ganz kurze Anekdoten zu erzählen. Mir war aufgefallen auf Twitter, dass es einen Mann gab, der sich unter dem Namen des deutschen Geheimdienstkoordinators Bernd Schmidbauer geriert hat und Tweets von mir kommentiert hat zu Bernd Schmidbauer. Und ich dachte, das ist irgendeine Spaßkanone, bis Bernd Schmidbauer einräumte, das ist sein Twitter-Account. Das heißt, der ehemalige deutsche Geheimdienstkoordinator war auf Twitter und er ist einer Person gefolgt, das war mir. Und der Ole von Beust, den habe ich gefragt, hatten Sie eigentlich auch Wirecard-Aktien? Und hat er gesagt, hat er so rumgedruckst, ja, 5.000 Euro verloren und so. Ich habe da investiert. Und dann tauchte eine E-Mail auf, wo seine Agentur sagte, ah, der Demasi hat sich wieder kritisch über Wirecard geäußert. Das war vor dem Skandal. Das hat nichts, das hat keine Relevanz. Und da habe ich so zu Herrn von Beuys gesagt, sehen Sie, wenn Sie mir mal auf Twitter gefolgt, dann hätten Sie jetzt noch 5.000 Euro mehr auf dem Konto. Also diese Auswertung sozusagen von Aktivitäten in den sozialen Netzwerken gab es auch bei uns. Warum? Weil man eine solche Illusionsfabrik wie Wirecard nur aufrechterhalten konnte, wenn ein Geschäft vortäuscht, Hauptsache irgendwas mit Internet, das gar nicht existierte. Und das konnte man nur, wenn man ein politisches Netzwerk hatte. Weil Illusion in Zeiten des Internets, also so wie der New Economy, fake it until you make it, ist ja auch so eine Art Geschäftsphilosophie bei vielen Geschäftsmodellen. Wir tun erstmal so, als hätten wir ein ganz tolles Geschäftsmodell. Und wenn wir dann im Markt sind, dann können wir die Leichen im Keller, die wir vielleicht haben, die Löcher in der Bilanz zudecken. Und ich glaube, eine solche Mischung aus, ich sag mal, die Politik wollte so eine große Internetfirma haben und die Sicherheitsbehörden hatten vielleicht auch Interesse an so einem Unternehmen, das kann vieles erklären. Allerdings sind eben die nachrichtendienstlichen Zusammenhänge noch nicht hinreichend aufgeklärt und wird es da eine Fortsetzung geben? Ich vermute, so wie das ist mit unserer Aufmerksamkeitsökonomie, wir haben immer wieder neue Skandale, neue Probleme. Wir auch die Spätfolgen der Pandemie, die Situation in den Schulen, die Massenskandale, wir haben so viele Themen. Und ich vermute, dass wir nur einen zweiten Untersuchungsausschuss in einem neuen Bundestag bekommen würden, wenn wir jetzt so große Enthüllungen hätten, die einfach einen Druck aufbauen, dass wir diese sicherheitspolitische Dimension aufklären müssen. Und deswegen sind wir auch ein Stück weit auf euch in Österreich angewiesen. Das heißt, wenn wir es hinbekommen, und damit will ich vielleicht schließen, ich kandidiere nicht nochmal für den Bundestag aus vielerlei Gründen, wo viele gesagt haben, jetzt eine Spitze deines Erfolgs, aber ich will etwas zur Ruhe kommen, was anderes machen, ein Buch schreiben. Und ich werde natürlich weiter an diesem Fall arbeiten. Und ich komme auch gerne mal nach Österreich. Und ich glaube, es wäre total gut, wenn wir weiter an diesen Dingen zusammenarbeiten. Ich sage dann irgendwann außerhalb des Parlaments. Aber solange ich im Parlament bin, stelle ich auch weiter Anfragen, recherchiere weiter, treffe mich mit Hinweisgebern. Und ich bin mir wirklich sicher, und das sage ich jetzt nicht als Phrase, also von dem, was ich alles im Hintergrund weiß und erfahre, was da momentan passiert, dass sich insbesondere einige politische Kreise in Österreich noch warm anziehen müssen, weil wir sehr bald da in diesem Bereich auch neue Enthüllungen haben werden. Und das gilt auch für Deutschland und die Verbindung zu den konservativen Netzwerken dort. Ja, danke, Fabio, weil das zeigt sich auch bei uns, also diese konservative, also gerade Türkis-Blau war ja massiv anfällig. Das hat ja auch, wir haben da ganz neue Akten auch zugespielt bekommen. Da ging es darum, ja, Masalek hat auch SMS-Verkehr gehabt und da ging es darum, ich darf, also ist schon teilweise auch veröffentlicht, ist außerhalb des Untersuchungsausschusses, also wenn alle jetzt zuhören, ist ein SMS-Verkehr, dass Jan Masalek sozusagen Top-Spitzenfunktionäre der Großparteien, also unter Türkis-Blau sozusagen für sich gewonnen hat. Und da ging es darum, die Botschaft in Israel zu verlegen von Tel Aviv nach Jerusalem, nach amerikanischem Vorbild, und das möchte er gerne haben. Also sprich, aber für mich war eher das Interessante, es gibt Top-Spitzen
Leute, Top-Spitzenpartei-Leute, die für ihn das machen und dort versuchen, das zu ändern. Also man sieht einfach, dass das einfach konservative, das rechtsnationale Netzwerk da einfach massiv anfällig ist für diese oder anfällig war für Wirecard. Und das hat auch mich und meine Kollegin, die Nina Thomas-Fell im Untersuchungsausschuss, war das auch immer die Frage, können sich Reiche in Österreich Gesetze kaufen oder Macht kaufen oder Macht besorgen mit Spenden, mit verschiedenen Interventionen, mit Beziehungen? Und das zeigt sich immer mehr. Also dieses Umfeld, dieses Gesamte, langsam gibt es ein Big Picture. Wir brauchen natürlich noch viele Einzelheiten, viele Punkte, die wir natürlich noch aufbereiten müssen. Ich glaube, da haben wir noch vieles vor. Und ich glaube, die Marie hat ein paar Fragen gesammelt also wir könnten noch lange drüber reden. Aber ich glaube, die Marie hat einige Fragen auch von den Zuseherinnen, die wir gerne beantworten möchten. Sehr gerne. Ihr seht auch die Zuschauerinnen und Zuschauer und Sie. Wir haben so selten Gelegenheit, uns mal selber auszutauschen. Das ist jetzt quasi ein Live. Seht ihr mal, wie sich Abgeordnete sozusagen live austauschen über zwei Ländergrenzen und zwei Untersuchungsausschüsse. Bevor wir zu den Fragen kommen, nur noch ein ganz schneller Hinweis, was ihr auch euch angucken solltet, weil gerade dieses, sag ich mal, Stichwort Trump und Umfeld von Trump genannt wurde und wohl da ja auch ehemalige österreichische Botschafterin oder US-Botschafterin oder Botschafter in Österreich eine Rolle spielen soll. In Deutschland gab es Jens Spahn, der sich auch immer als junger konservativer Politiker geoutet hat, der sozusagen nach dem Vorbild Kurz und so die Union aufstellen will. Und der hat sehr enge Beziehungen, der ist jetzt nicht nur wegen den Maskendeals angegriffen worden, wo man auch vielleicht, Leute die Hand aufgehalten haben, um ihre politischen Netzwerke zu finanzieren. Der Jens Spahn war ganz eng mit Richard Grenell, dem deutschen Botschafter, den US-Botschafter in Deutschland von Donald Trump. Und bei dem ist der Marshallik aufgeschlagen. Und der Christoph Ulmer, der, glaube ich, bei euch Social-Media-Beobachtung machte, der soll interessanterweise, der hat wohl, glaube ich, solche kleinen Kreise organisiert, wo man im kleinen Kreis essen konnte mit interessanten Persönlichkeiten. Und da wäre Spahn, unser Gesundheitsminister, fast auf Marshallek getroffen. Und das kam aber irgendwie, haben die Terminkalender nicht übereingestimmt. Also das ist auch noch ganz interessant, weil es diese Achse, Spahn-Grenell und dann Grenell-Marshallek gibt und dann das österreichische Pendant. Das solltet ihr euch mal ansehen. Die Rolle von Ulmer ist mir nicht ganz klar in Österreich, weil in diesem Chat zwischen den beiden BVT-Agenten wird auch immer wieder spekulieren die Truppe, dass ich mit dem Ulmer in Verbindung stehen könnte. Also es kann auch sein, dass er später bei denen in Ungnade gefallen ist, das weiß ich alles nicht. Aber das ist auch eine interessante Spur, das solltet ihr euch mal angucken, wer da alles ein- und ausging bei diesen Essen. Ja, danke. Also das ist, wie gesagt, wir sind noch mittendrin. Und mittlerweile gibt es schon so viele zig Namen und Anhaltspunkte. Und wir werden ja auch ein bisschen getrieben von Ibiza-Untersuchungsausschuss, der jetzt auch seinen Höhepunkt sozusagen erreicht hat mit den letzten Wochen. Und auch in Enthüllungen, wie du ja mitbekommen hast, sind ja relativ viele laufende Verfahren jetzt anhängig, wo es natürlich auch noch sehr spannend wird, wie das ausschaut. Und es sind auch, was wir wissen, auch viele Staatsanwälte, einige Staatsanwaltschaften, also zwei im Endeffekt, die was jetzt gerade ermitteln, auch im Wirecard und auch gegen sehr viele Menschen. Das ist sicherlich auch noch spannend, was dann am Ende des Tages rauskommt. Also wir werden auch noch weiter dranbleiben. Was da natürlich noch rauskommt, ist natürlich in einem neuen Untersuchungsausschuss oder vielleicht auch in anderen Themen oder Umfeld einfach zu eruieren und herauszustreichen. Aber jetzt zu Marie. Marie, was hast du jetzt für uns? Entschuldigung. Genau, ich habe ein bisschen Fragen gesammelt. Es sind jetzt aufgrund der Zeit, werde ich es ein bisschen gebündelt stellen, damit wir hier nicht mehr zu lange brauchen, auch wenn es super spannend ist. Zum einen habt ihr sehr viele Namen, sehr viele Firmen erwähnt, auch mit Firmengeflechten. Das wird ja irgendwann mal unübersichtlich. Da war die eine Frage, die gekommen ist, wie findet man raus, was davon ist illegal
und wo sind das immer dieselben Personen? Also Gutenberg ist zum Beispiel öfter vorgekommen. Ihr habt Namen genannt, die sich immer wiederholen von BVT-Agenten und so. Ist das einfach immer dasselbe Netzwerk, das da agiert? Ja, um da ganz schnell drauf zu reagieren, also ich will erstmal sagen, es liegt jetzt erstmal nichts Ungesetzliches per se gegen diese Firmen vor. Es gibt eine Firma, ich habe sie jetzt bewusst auch nicht erstmal genannt, weil ich finde es immer schwierig, wenn man jetzt irgendeinen Generalverdacht über diese Firma erhebt. Es gibt eine Firma, die Sicherheitstechnologie in Deutschland herstellt zur Verschlüsselung von Kommunikation von Ministern und dem Kanzlerin-Handy. Und diese Firma hat einen Geschäftsführer, der in Verbindung stehen soll zu Jan Marszalek. Habe ich es im Hintergrund von verschiedenen Leuten gehört, also auch es gibt Journalisten, die sich damit befasst haben und viele andere mehr. Und bei dieser Firma ist interessant, dass diese Firma, wenn man die ist wie so eine Matroschka, also diese Puppen, wo noch eine Puppe drinsteckt, man kann dann so ins Handelsregister gehen und sich Sachen angucken. Und da gibt es eine Verbindung zum Beispiel zur sogenannten Firma Brainloop. Ja, also von dieser anderen Firma, die die Technologie herstellt, gibt es eine Verbindung zu Brainloop. Und Brainloop ist eine Firma, wo Ulf Gartzke drin sitzt, das Geschäftspartner von Gutenberg, der insbesondere für Wirecard mit lobbyiert hat, dass sie in China in den Markt kommen. Und es finden sich dort eben in diesem Umfeld immer wieder ähnliche Namen. Es gibt dann eine weitere Firma, die ist Mountain Partners, von Niklaus Börsch, der das Geld von sehr vermögenden Deutschen eingesammelt und dann in irgendwelche Start-up-Firmen investiert. Die wiederum ist wieder in diese Firma für Sicherheitstechnologie investiert und da tauchen auch immer wieder, also da war der Gutenberg mal im Verwaltungsrat. Und das ist einfach nur, das ist erstmal nicht strafbar, aber das ist ein auffälliges Muster. Und es geht eben häufig um Verschlüsselungstechnologie für private Unternehmen, für Regierungen. Und ich habe sogar gehört, dass die Bundesregierung diese Sicherheitsfirma versucht haben soll. Das ist übrigens was für David, für dich. Ich nenne sie jetzt doch mal Virtual Solutions, heißt die. Und diese Firma soll die Bundesregierung, so habe ich gehört, versucht haben, Österreich zu verticken. Also an die österreichischen Behörden. Und die sollen gesagt haben, nee, bleibt uns weg damit. Und da gibt es eben auch ein paar Fragezeichen, ob zum Beispiel deutsche Sicherheitsbehörden mit beteiligt sind an dieser Firma oder nicht und warum es diese Verbindung zu Wirecard und zu Marszalek gibt. Aber dass es vielleicht ein Treffen gab mit Marszalek zum Beispiel von dem Geschäftsführer gegeben haben soll, ich formuliere das so, das ist erstmal noch nicht strafbar. Ja? Also dass viele Leute haben sich mit Marszalek getroffen, aber es ist ein auffälliges Muster, dass hinter dieser Firma wieder Leute offenbar stehen über 2-3 Schichten, die auch mit Wirecard Geschäfte gemacht haben. Ja, ähnlich. Achso, Entschuldigung, ich sage noch fertig. Kein Problem. Was ich vergessen hatte zu sagen, mit diesen BVT-Agenten war, glaube ich, die zweite Frage. Ja, das sind immer dieselben Namen. Das ist Martin W., Egisto O. Das sind alles nur Beschuldigte momentan, auch wenn es sich sehr erhärtet und verdichtet. Und die tauchen eben immer wieder auf in unterschiedlichen Zusammenhängen. Einmal ein Ermittlungsverfahren, dass der eine Auslandsspionage macht. Dann soll er Gesprächsthema gewesen sein zwischen Geheimdiensten, dass man die Österreicher aus dem Berner Club schmeißen wollte, den Zusammenschluss der westlichen Geheimdienste, unter anderem wegen dieser Person. Ja, also wegen, weil die Österreicher irgendwie Zusammenarbeit gehabt haben sollen mit Russen, der Dienst sozusagen sehr von parteipolitischen Interessen durchsetzt gewesen sein soll. Und gleichzeitig hat man gegen den ermittelt und der ist später der Fluchthelfer von Marszalek. Und das unstand im Austausch mit einem früheren deutschen Geheimdienstkoordinator. Das ist eben alles sehr seltsam. Der deutsche Geheimdienstkoordinator, übrigens Schmidbauer, hat die sehr in Schutz genommen und hat gesagt, das sei alles ganz anders. Und man versucht Russland quasi die böse Rolle zuzuschieben und die wahren Bösewichte säßen wo ganz anders. Also das ist, sage ich mal, das verwirrende Spiel der Nachrichtendienste. Ich kann erstmal nur zur Kenntnis nehmen, dass diese Namen immer wieder auftauchen. Ähnlich zeigt sich Leos bei uns auch. Also nach Österreich, also gerade die W und O's,
der österreichischen BVD zeigen sich ja schon seit Jahren. Also das sind ja nicht nur die, sondern wenn man da ein bisschen tiefer schaut nach Österreich, gibt es ja diesen unter anderem den Winkeling-Fall, da wo es um eine größere russische Einflussnahme nach Österreich gibt, wo auch immer wieder gleiche Fälle auftauchen oder ähnliche Personen, bis hin zu den Foltergeneral. Also das ist, geht es viel zu weit, aber man sieht, dass da immer wieder Parallelen sind und immer wieder ähnliche Skandale auftauchen, die irgendwie zusammenhängen und immer irgendwie die gleichen Personen betrifft, aber trotzdem irgendwie anders sind. Und es braucht einen Selbstreinigungsprozess in diesem Staat, dass endlich diese Parteieinflussnahme, und das ist ja das Problem, aufgelöst wird, dass das endlich aufhört, dass Beamte sozusagen nicht für den Staat arbeiten und um die Bedürfnisse der Bevölkerung, sondern hinweg von dem für politische Parteien. Und das ist ja das Riesenproblem an der ganzen Sache, weil irgendwo hängt dann trotzdem wieder die Parteipolitik dran. Und dann kommen Namen wieder vor, die was ehemalige Bundeskanzler, Vizekanzler oder halt irgendwelche Politikerinnen waren. Und meistens sind es ja nicht die, also, und das fällt mir auch sehr stark auf, dass es halt nicht die Politiker sind und Politikerinnen sind, die irgendwie vorkommen, sondern Beamte sind, die für die Politikerinnen irgendwas machen. Und das ist halt sehr auffällig und komisch. Also wie gesagt, der Selbstreinigungsprozess braucht es ganz dringend. Und auch die Beamten fallen ja schon auch unter dem BVD-Skandal, also diese Hausdurchsuchung, irgendwie auf. Also es gibt immer wieder ähnliche Namen, ähnliche Leute, ähnliche Kausen und alle hängen irgendwie trotzdem irgendwie zusammen. Also ganz spannend. Also da, wie gesagt, ganz dringend Selbstreinigungsprozess. Ein Detail, das wir übrigens, David, vergessen haben zu erwähnen, ist, glaube ich, dass zum Beispiel Sebastian Kurz im Flieger von Fürtasch sich auf einer Auslandsreise hat herumkutschen lassen. Also diese, dass wir immer behaupten, Fürtasch hat Verbindung zur ÖVP und so, das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das ist auch gut dokumentiert und belegt. So wie der Fürther Schmieder ist bei Schütz, der wiederum Aufsichtsrat der Deutschen Bank war und ganz eng mit Markus Braun. Und also ist diese Verbindungen sind sozusagen auch gut dokumentiert. Das wollte ich einfach nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch sagen. Und sind nicht irgendwelche Hirngespinste von uns. Ne? Nämlich zufällig nach Israel, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Oder? Genau, es war eine Rückreise. Er ist, glaube ich, Sebastian Kurz ist mit der dänischen Regierungschefin nach Israel gereist. Auf der Rückreise in Fürthaschs Flieger geflogen. Und ich meine, Fürthasch, die USA wollen den haben, ja, als Kriminellen sozusagen. Ja. Und hier spaziert seinen ganz gemütlich in Österreich rum und macht seine Geschäfte. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt. Aber da werden auch immer wieder natürlich Knüppel zwischen die Beine geworfen. Gut, eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar, hätte es einen Unterschied gemacht, wenn sich der Wirecard-Hauptsitz zum Beispiel in der Schweiz oder in Italien befunden hätte? Also ist Wirecard und alles, was damit rundherum passiert, tatsächlich etwas, was sehr österreichisch, sehr deutsch ist? Oder gibt es da Spezifika, warum das gerade bei uns passiert? Darf ich da noch eine Frage kurz anhängen an die Fabio? Gibt es auch bei uns bestätigen oder gibt es ja immer die Gerüchte, dass Wirecard den Firmensitz nach Österreich verlegen wollte? Vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Das ist bei uns ein mehrmals vorgekommenes Gerücht, das sozusagen Gespräche gegeben hat mit Garanten von Parteien, dass der Firmensitz von München nach Österreich kommen sollte. Ich habe es schon ein paar Mal im Untersuchungsausschuss auch gefragt, deswegen kann ich es ja auch gleich sagen, und dafür Gespräche geführt hat, sozusagen für eine Steuererleichterung für eine Lex Wirecard im Gegenzug. Gab es dazu irgendwo Anzeichen in deinen Unterlagen oder im Gesprächsprotokoll? Nein, überhaupt nicht. Also das höre ich wirklich zum ersten Mal und ich kenne die Akten ganz gut. Das ist ganz interessant. Hätten sie es mal gemacht, dann hättet ihr den ganzen Schlamassel gehabt. Nein, Spaß. Nein, ich höre das zum ersten Mal. Ich weiß nur, dass in Deutschland gibt es die Diskussion, da Wirecard ja seine Gewinne viel zu hoch ausgewiesen hat, haben sie ja zu viel Steuern gezahlt. Und es gibt tatsächlich eine Diskussion, ob sie sozusagen, also ob nachträglich über den Insolvenzverwalter, ob quasi Wirecard jetzt auch noch Steuern erstattet bekommt vom Steuerzahler. Das klingt ein bisschen absurd,
das hat mit der Gemeinde Aschheim und so zu tun, aber das ist noch, glaube ich, eine offene Rechtsfrage. Aber nein, davon haben wir nie gehört. Das Einzige, also ich glaube, dass sie in Deutschland saßen, hat ein bisschen damit zu tun mit den vorherigen Eigentümern. Es war ja im Kern keine österreichische Firma, sondern hatte ja erstmal, war eine deutsche Firma aus dem New Economy Internet Zeitalter. Ich sag mal so ein bisschen der Dieter Bohlen des Internets, laut, grell, damals im Schmuddelgeschäft. Und dass da jetzt Österreicher hinkamen, das ist auch eine interessante Auffälligkeit, aber das ist jetzt nicht wirklich, also es gibt jetzt keine schlüssige Erklärung. Ja, also ich meine, Marschalek ist ja ein interessanter Typ, irgendwie Schulabbrecher, auf einmal Programmierer und sollen mit Braun sehr eng kooperiert haben, aber die haben sich nicht wirklich, also wir haben keine Erkenntnis, dass sie sich früher mal irgendwie begegnet sind in Österreich. Und die haben sich aber so ein bisschen von außerhalb in dieses Unternehmen geschlichen. Also der Braun war interessanterweise für KPMG Berater in dem Unternehmen. KPMG ist die Firma, die im Prinzip das Prüfungsunternehmen, die haben Wirecard auffliegen lassen später. Das ist so ein bisschen die Ironie der Geschichte. Und was wäre anders gelaufen? Ich sage mal, die deutschen Aufsichtsbehörden, vielleicht gab es in Deutschland ein bisschen die Sehnsucht, wir kommen aus der Old Economy mit der Industrie. Wir wollen jetzt auch mal so ein erfolgreiches Internetunternehmen haben und unsere Aufsichtsbehörden haben sehr schlecht gearbeitet. Deswegen hätte es vielleicht schon einen Unterschied gemacht, wenn sie in einem anderen Land gewesen wären. Ob sie jetzt in Österreich besser dran gewesen wären, will ich nicht beurteilen sozusagen, oder schlechter. Also ob österreichische Behörden den Skandal jetzt verhindert hätten, kann ich nicht beurteilen. Wenn ich so die Nachrichten aus Österreich verfolge, glaube ich, hätte es vielleicht auch da ein paar Probleme geben können. Aber was ich sagen kann, ist, es ist natürlich schon ein deutscher Skandal in dem Sinne, dass auch international Deutschland immer mit dieser Reputation gewuchert hat, wir sind die super ordentlichen, präzisen etc. Und ausgerechnet in Deutschland, wir haben ja nicht den ersten Korruptionsskandal, auch also VW, Siemens, ausgerechnet in Deutschland löst sich quasi ein DAX-Konzern über Nacht in Konfetti auf. Und das ist natürlich etwas, was, sage ich mal, die deutsche Erzählung von der Gründlichkeit, also unser Wirtschaftsminister hat gesagt, so etwas wäre in Deutschland, hätte er sich nie vorstellen können. Ich hätte mir das schon vorstellen können, weil wir bei unserer Finanzaufsicht und insbesondere in der Geldwäscheaufsicht seit Jahren Probleme haben, für die wir auch international kritisiert werden. Zum Beispiel von einem Anti-Mafia-Staatsanwalt aus Palermo, Roberto Scarpinato, der sagt immer, Deutschland ist ein Paradies für Geldwäsche im Bereich des Immobiliensektors. So, das zu der Frage, warum das in Deutschland passiert ist. Und eine letzte Bemerkung. Also der deutsche ehemalige Geheimdienstkoordinator Fritsche hat einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt. Der ist so ein bisschen untergegangen. Aber der hat gesagt, ja, wir haben da gesehen, da ist ein deutscher DAX-Konzern mit einem Österreicher an der Spitze. Und der marschiert beim Kurz ins Kanzleramt ein und aus. Nur bei uns kennt den kein Schwein. Und für mich kam das so rüber wie zwischen den Zeilen. Ja, also wenn wir jetzt vor Gericht wären, wäre das natürlich jetzt nur eine reine Wertungssache von mir und nicht belastbar. Aber es hat so ein bisschen geklungen wie, der marschiert da ein beim Kurz, sind wir deppert, das ist doch unser DAX-Konzern und der finanziert da irgendwie den Kurz und sonst wen und wir haben nichts davon. Also haben alle mal in Deutschland auch die Hand auffallen wollen. Und dann auch noch die Österreicher, ja? Unser kleiner Nachbar Österreich. Und die sozusagen haben den ganzen Spaß mit dem deutschen DAX-Konzern, nur wir nicht. Das klang so ein bisschen durch. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt. Spannend, also. Okay. Sehr spannend, also das hier sozusagen, also das ist eine These, die wir natürlich auch verfolgen. Also ob es hier irgendwelche Kooperationen gab zwischen Wirecard und Österreich, was hatte man davon, ja? Man spendet ja nicht einfach so, man will ja, also unsere These in diesem Untersuchungsausschuss ist ja auch immer, was hat ein Konzern? Eine Spende ist, macht man ja nicht einfach so zu Jux und Gaudi, ja, sondern die macht man ja, damit man was bekommt. Es gibt sicher Kleinspender, die was sagen, ach, da spende ich was für den feschen jungen Burschen und gebe ich halt 10, 20 Euro. Aber ein Großkonzern, ein Unternehmen, ein DAX-Unternehmen oder auch andere Unternehmen, die wollen ja was für seine Spende haben. Entweder ist es halt
Einfluss, Macht, Politik. Und wenn dann einer aus- und eingeht in einem Bundeskanzleramt bei verschiedenen wichtigen Treffen dabei ist, sich mit den, jetzt habe ich es rausgefunden, mit Melchior halt sozusagen trifft, dann in der Villa, dann ist es halt auch irgendwas, was wird da gesprochen, was wird im Hintergrund gemauschelt, was wird da besprochen und was kommt raus? Und das ist halt genau die Frage. Es ist prinzipiell nichts Strafbares dahinter, wenn ich mich mit jemandem treffe. Nur es wird interessant für uns politisch, wenn darüber niemand sprechen will. Weil dann ist meistens irgendwas im Dunkeln und da muss man nachforschen. Und das ist halt das, was wir immer mehr sehen. Es will jeder diese Kindsweglegung, dieses Weg, ich will mit Wirecard nichts zu tun haben, waren eh Österreicher, aber Gottes Willen, die waren nur in Deutschland. Und das ist halt schon hochverdächtig. Und ja, ich, wie gesagt, ich persönlich bin hochinteressiert, in diesem Wirecard-Skandal auch das aufzudecken, wie gesagt, diesen Selbstreinigungsprozess in Österreich, auch in den Geheimdiensten und in der Beamtenschaft, auch natürlich in der Politik, aber das ist oft schwieriger, zu hinzubekommen und zu schauen, dass wir hier schon ein Geheimdienst haben, der funktioniert. Und das haben ja, du hast es heute schon ein paar Mal angesprochen, der österreichische Geheimdienst, gerade der mit Berner Club mit dem Ausschluss, ist natürlich massiv angeschlagen. Wir haben den neu aufgebaut, wir versuchen den neu auch hinzubekommen, mehr Kontrollmechanismus hineinzubekommen. Aber im Endeffekt kommt es wieder darauf an, da können wir die besten Gesetze schreiben und die besten Vorschläge machen. Wer sitzt da drinnen? Wer hat die Leitung? Wer sind die Beamten, die dort arbeiten? Und welchen Kodex gibt es und wie schaut es aus und welche Kontrollmechanismen gibt es? Und das wird dann die Frage der Umsetzung und des politischen Willens. Aber ich glaube, das geht jetzt eh zu weit, wenn wir jetzt über die Geheimnisse noch alles auslaufen. Ich glaube, wir sind jetzt eh schon am Ende, oder Marie? Ja, es wird langsam schon Zeit. Danke, David, für deinen Beitrag und danke, Fabio, auch für deine interessanten Erzählungen. Und Fabio, wir haben ja gehört, du scheiterst aus dem Bundestag aus. Wir wünschen dir natürlich alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass du trotzdem da an Wirecard noch ein bisschen dranbleibst und wir uns weiterhin austauschen können. Wir laden dich natürlich gerne nach Wien einmal, nach Österreich. Vielleicht können wir da auch wieder vielleicht mal in Real Life so eine Veranstaltung machen, wo wir auch mehr Fakten und Daten natürlich auch visuell zeigen können als über Zoom und das macht ja ein ganz anderes Bild, wenn man dann auch mit den Menschen diskutieren können, face to face. Sehr, sehr gerne. Ich war das letzte Mal in Österreich Fußball spielen mit der Mannschaft des FC Bundesliga, auch gegen die österreichische Mannschaft. Ich bin sehr gerne in Österreich. Ich mag die Österreicher auch sehr gerne, auch wenn ich eurer Regierung irgendwie kräftig auf die Nerven gehe, aber ich bin sehr gerne in Österreich und ich komme auch gerne und werde mich auch weiter engagieren. Und ich glaube, ich wünsche euch viel Erfolg dabei, dass ihr es auch schafft, ich sag mal, bei euch den Saustall auszumisten, bei uns auch. Ja, wir haben auch, wir sehen Maskendeals und so, also wir haben auch, es soll nicht immer diese deutsche Überheblichkeit rüberkommen gegenüber Österreich. Wir haben, wie man am Wirecard-Skandal sieht, ein fettes Problem auch in Deutschland, auch in unseren Institutionen. Und ich denke, bei euch ist das im Sicherheitsbereich jetzt gerade auch mit dem schrecklichen Attentat in Wien, sieht man, wie wichtig es ist, dass ihr funktionierende Behörden habt, die kein Selbstbedienungsladen für irgendwelche Parteiennetzwerke sind. Und was ich einfach nochmal sagen kann, ist, es wäre, glaube ich, gut, wenn ihr weiter guckt, also was die Kameraüberwachung in, wie sagt man richtig, Bad Vöslau, was ja, die Kameraüberwachung in Bad Vöslau angeht, das lerne ich auch noch. Das wäre, glaube ich, wichtig und dass ihr euch meines Erachtens dieses Umfeld von Firtasch auch nochmal sehr genau anguckt und wir uns dort austauschen. Und ich glaube auch generell interessant ist noch, dass bei uns eine Razzia stattfand bei Wirecard und alle Handys wurden mitgenommen, nur von einer Person nicht, von Markus Braun. Warum? Er war in Österreich. Und wir haben Hinweise drauf, auch bei uns, ein Polizeibeamter, der gab es einen E-Mail-Verkehr, den hat der Journalist Thomas Steinmann von Capital auf Twitter veröffentlicht, aus den Unterlagen. Da sieht man, dass auch bei der Polizei irgendjemand da Angst hatte, jetzt geht's los bei Wirecard, jetzt muss ich irgendwie aufpassen. Es kann auch gut sein, dass zum Beispiel jemand gewarnt wurde vor so einer Razzia
ja, aus den Behörden heraus und dass zum Beispiel Markus Braun zu dem Zeitpunkt in Österreich war, weil er wusste, dass sie stattfindet. Das ist nur eine Hypothese. Auf jeden Fall hat unsere Staatsanwältin gesagt, man hätte die Österreicher nie um Amtshilfe ersucht, dass sie das Handy kassieren, weil das wäre ja dann eh schon, er sei ja eh schon vorgewarnt gewesen. Und das sind so einige dieser Dinge. Ich finde, da sollten wir uns weiter austauschen, weil ich glaube ja an Unfähigkeit, aber diese doppelte Unfähigkeit, diese deutsch-österreichische Unfähigkeit, die ist schon erstaunlich. Ich muss so ein bisschen lachen, weil also alle, die den Ibiza-Untersuchungsausschuss ein bisschen mitverfolgen im Standardticker oder meine Kollegen, glaube ich, schon auch zu, diese Hausdurchsuchungen, dieses Geheimnisverrat, also diesen Verrat von der Polizei raus, dass irgendwas passiert oder das Nicht-Nachschauen, weil es ja eh schon vernichtet werden kann. Das haben wir beim Schredder, also die Festplattenschredderei einer Parteizentrale der ÖVP, wo es ein Bundeskanzleramt sozusagen gibt. Das haben wir auch, also das ist eine ziemliche Parallele, die was bei uns auch immer wieder aufkommt. Finde ich ganz lustig, dass es das nicht nur, oder ganz lustig, ganz traurig eigentlich, dass es das nicht nur bei uns ist, sondern bei euch anscheinend auch ist. Ich wusste das nicht. Also das ist wirklich kein unspannendes Detail. Und du wirst meine Kollegin eh noch sehen, weil die spielt nämlich auch beim FC-Parlament mit. Also ich glaube, Ja, es gibt bald wunderbar. ein Österreich-Deutschland-Turnier und Das ist das wichtigste Spiel der EM. Also der EM der Parlamentarier. Das ist das einzige Spiel, was zählt. sehr gut. Okay, dann sage ich Dankeschön nach Berlin und Ja, schöne Grüße an euer BVT, die haben wahrscheinlich zugeguckt. Und an die also ich glaube, wir werden ÖVP. auf Twitter wieder einiges uns anhören dürfen. Alles klar. Dann danke Fabio, danke David und schönen Abend. Ebenso. Ciao, ciao. Jetzt.